Dieter, wie war dein Urlaub? Ha, Olli, der war großartig. Ich war ja diesmal mit dem Landsegler unterwegs und bin sogar bis nach Spanien. Das war doch nur ein Witz. Mich interessiert dein Urlaub nicht. Mich interessiert nur, wie ich Herr über das Rats-Universum oder über Planet Eternity werden kann. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Wir haben doch schon so viel... Vorsicht! Ein Teufel der Hölle, wo sind wir? Ich bin runtergestürzt. Olli, was für ein Loch sind wir da gefallen? Guck mal, das sieht ja hier so aus wie in einem Büro. Und wer ist dieser Typ da? Ich bin Thomas. Und dies ist die Zentrale. Ein geheimer Ort, an dem wir die kompliziertesten Rätsel lösen. Fantastisch. Wenn du so gut Rätsel lösen kannst, kannst du es bestimmt auch umgekehrt. Du meinst, unlösbare Rätsel aufgeben? Woran denkst du da, Evil Olli? Ich denke, wir sollten uns zusammentun und einen dermaßen genialen Plan schmieden, dass Himanuel und die Jungs von Rats ihr blaues Wunder erleben. Ich bin eigentlich auf Fälle der drei Fragezeichen spezialisiert. Aber na gut, ich hätte da schon eine Idee. Ich bräuchte dazu nur eine Zeitmaschine, eine Bodenspalte, leichte Opfer, die emotional mit den Helden verbunden sind. Und schau mal, da steht eine riesige Spinne. Ob die wohl magische Kräfte hat und vielleicht gleichzeitig eine Zeitmaschine ist? Sie muss. Ich befehle es ihr. Na gut, wir nehmen diese Spinne hier, die eventuell magische Kräfte hat. Und schicken das Meerschweinchen von Himanuel und die Biere der Jungs von Rats in die Zukunft, damit sie damit den Talentfighter, der eventuell durch die Zeit reisen kann, nachreisen können und wir genug Zeit haben, um uns auszurechnen, wie lange wir dann brauchen, Cast Grayskull. Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Nach einer kurzen kreativen Pause melden wir uns wieder zurück mit dem wunderschönen Hörspiel Spidor, die Monsterspinne. Falls ich mich ein wenig anders anhöre, dann liegt das an meiner Verkühlung. Aber jetzt haben wir so lange nicht abgeliefert, ein Monat circa habt ihr gewartet. Da ziehe ich natürlich für euch beinhart durch. Hoffe, ich stecke euch nicht an, also zur Sicherheit mal lieber mit Maske hören. Und ja, lange warten musstet ihr auch auf unseren liebsten Sohn eines Biologielehrers. Aber beim Thema Spinnen ist er natürlich sofort wieder an Bord. Hallo, lieber Dieter. Ja, hallo Olli. Hallo, liebes Publikum da draußen. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Wir waren jetzt lange nicht da. Jetzt sind wir zurück. Und ich muss dir sagen, Olli, also ich bin ja energiegeladen. Mir hat die Pause gut getan. Und ja, heute geht's ab mit Spidor, die Monsterspinne. Wunderbar. Du, in der Folge geht's ja weniger wie üblich um einen Kampf zwischen Gut und Böse, sondern vielmehr ist es für mich so wie ein Fall. So wie ein Fall und erstens der Fall in die Bodenspalte. Ja? Und zweitens geht's ja auch darum, das Rätsel zu lösen, um das entführte Königspaar. Und Dieter, wir beide haben uns da jetzt einen besonderen Gast eingeladen. Weil wir können das ja nicht so gut, oder? So, wo es so gewisse Clues gibt vom Geist von Castle Grayskull und dann,
wie machen wir das jetzt, dass man da die richtigen Schlüsse zieht, das ist nicht so unser Ding. Aber Olli, wir haben jemanden hier, der ist Experte. Magst du ihn vorstellen? Ganz genau. Wir haben uns eingeladen, den lieben Thomas Freitag vom Drei-Fragezeichen-Podcast Die Zentrale. Also auch zu dir, lieber Thomas, hallo und herzlich willkommen im Machtschädel. Hallo und schönen guten Abend, lieber Oli, lieber Dieter. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Also sage jetzt schon mal vielen Dank für die Einladung. Und ihr legt die Messlatte jetzt schon sehr hoch. Also Experte in Sachen Fälle lösen und so. Und da muss ich jetzt abliefern. Also das ist überhaupt keinen Druck machen. Sowas mag ich, finde ich wunderbar. Ja, nichts anderes ist die Erwartungshaltung, natürlich. Aber das machen wir auch mit den anderen Gästen. Von denen wollen wir auch, dass die sich gut einbringen. Aber da haben wir überhaupt keine Zweifel. Da können wir uns mehr zurücklehnen, wenn wir unsere Gäste ordentlich anspornen, hier richtig gut abzuliefern. Dann merkt man nicht, dass wir nicht so gut vorbereitet sind. Ich werde mein Bestes geben. Du Thomas, magst du dich vielleicht für unsere geneigten Hörer mal vorstellen und mal ein bisschen was von dir erzählen, wie du zu den Masters stehst und vor allem auch über deine Zentrale und deine anderen Podcast-Projekte, die du so alle hast? Ja, ich fange erstmal an. Und zwar, ich bin 39 Jahre alt, aus Berlin. Und vor 3 Jahren bin ich auf die Idee gekommen, mit meinen beiden Freunden Benjamin Kasper und Oliver Hecke einen Hörspiel-Podcast zu machen, den wir dann die Zentrale getauft haben. Einfach aus dem Grund, zum damaligen Zeitpunkt gab es irgendwie wenig Podcasts zum Thema 3 Fragezeichen. Und ich bin durch die Jungs von Spezialgelagert draufgekommen. Die waren so mit die Ersten, würde ich mal sagen, die einen 3-Fragezeichen-Podcast prominent platziert haben. Mhm. Und habe ich zu Beginn auch sehr gerne gehört, bis ich irgendwann zu dem Schluss kam, na, da fehlt mir so das eine oder andere. Weil sie haben immer so rein die Hörspiele besprochen und sind dann auch oft mal so ein bisschen ins Straucheln gekommen, wenn sie über gewisse Dinge, so Logiklücken gesprochen haben. Und da habe ich als, ja, 3 Fragezeichen begleiten mich eigentlich schon seit ich 8 Jahre alt bin, dass ich mir halt gedacht habe, ach Mensch, wäre doch schön, wenn man auch mal so ein bisschen die Bücher reinbringen würde, den Aspekt. Und habe dann gedacht, ich will nicht derjenige sein, der immer meckert oder so, also mache ich es selber. Und dann habe ich meine beiden Kumpels gefragt, hättet ihr Lust? Und so ist dann halt der Podcast Die Zentrale entstanden, wo wir halt auch immer in wechselnder Belegschaft, sagen wir mal so, also um auch so ein bisschen Abwechslung drin zu haben, mal mache ich eine Folge nur mit Benjamin, da mache ich mal nur eine Folge mit Olli, da machen wir eine Folge zu dritt. Das entscheide ich auch mal so ein bisschen nach Inhalt. Also so manche Folgen, die kann man so ruhig nur zu zweit auseinanderklamüsern und dann gibt es welche, wo man denkt, okay, die müssen wir zu dritt besprechen, weil die halt so viel Potenzial geben und so. Und unseren Hörern gefällt, soweit ich weiß, genau. Und so ist es halt entstanden. Machen wir jetzt seit knapp 3 Jahren und es macht immer noch sehr, sehr viel Freude. Dann haben wir noch einen anderen Podcast zusammen in der gleichen Konstellation, der nennt sich Rotz und Wasser und ist im Prinzip eigentlich ein Laber-Podcast. Also es ist halt so eher ein freies Format, in dem man so über Themen sprechen kann, die uns beschäftigen, so aus dem Alltag, aber auch, ja, wir haben auch mal einen roten Faden und so alles. Der ist halt so ein bisschen weniger themengebunden oder so. Und seit Anfang des Jahres mache ich mit meiner Podcast-Kollegin Anna aus Los Angeles, beziehungsweise sie wohnt in Los Angeles, ist eigentlich hier in Deutschland geboren, lebt aber in den USA. Mit der mache ich zusammen einen TKKG-Podcast namens Die tosende Hollywood-Schaukel. Genau, weil auf einem Bein kann man nicht stehen, also habe ich noch einen TKKG-Podcast, den ich aber nur mit der lieben Anna zusammen mache. Ja, feine Sache. Ja, ja, und du hast dann mich mal angeschrieben, so quasi als Kommentar über Instagram, glaube ich. Und so sind wir beide miteinander ins Quatschen gekommen und da hat auch über den Chat irgendwie die Chemie gleich gepasst und du hast gesagt, du machst auch einen Podcast und so. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, dass du heute hier bei uns zu Gast bist, was wirklich eine feine Sache ist. Und wir werden uns da jetzt mit viel Spaß und mit messerscharfen Analysen durch den Machtschädel, wir werden da durchwandern sozusagen. Ja? Und so wie du das gemacht hast, dass du hier mich angeschrieben hast, machen das mittlerweile auch schon viele andere. Und an dieser Stelle möchte ich da wirklich auch meine Freude nochmal zum Ausdruck bringen,
dass sich so viele mit unseren Besprechungen und den verrückten Analysen, dass ihr Spaß habt da draußen und eure Ansichten mit uns teilt. Ganz richtig, ganz richtig. Das ist eine coole Sache, Dieter, oder? Das wollte ich auch sagen. Also obwohl jetzt beim Machtschädel nicht so viel los war über den Sommer, war doch in den Kommentaren einiges los. Wir haben richtig viel Feedback bekommen. Für das sagen wir jetzt mal ganz artig Danke, auch von meiner Seite. Also richtig toll. Und Olli, da muss ich jetzt auch, weil wir schon über andere Podcasts gesprochen haben, TKKG und so weiter, da möchte ich auch einen, der uns geschrieben hat, ganz besonders grüßen. Liebe Grüße an den Mario. Der weiß nämlich ganz genau, dass ich ein Pumuckl-Fan bin und er hat uns ein wunderschönes Foto geschickt von der Eder. Das ist ein Fluss. Und ich war dann natürlich gleich neugierig und habe bei Google Maps nachgesehen. Und Olli, die Eder, die fließt sogar in die Fulda. Da haben wir wieder einen Connex zu einem anderen Podcast-Gast. Und was aber am lustigsten für mich war, die Eder, die wird an einer Stelle bei Kassel, wird die aufgestaut und da gibt es den Nationalpark Kellerwald Edersee. Es gibt, Olli, den Edersee, einen richtig großen Meister Edersee, wie in der Pumuckl auch in der Folge 3 bei Pumuckl in der Schule schon vorhergesagt hat, wo der blöde Lehrer gemeint hat, das müsste doch der Tegernsee sein. Nein, es gibt den Edersee. Und ja, so du Olli, du kennst das ja, so wie der Thomas, ist ja auch mein Traum, ein zweites Standbein mit einem Pumuckl-Podcast zu haben. Das, ich glaube, das Projekt, das werde ich jetzt dann mal angehen. Ja, das könnte der Mario jetzt nochmal ordentlich gehypt haben. Also vielen Dank dafür und ja. Ja, danke für das schöne Foto. Eure Kommentare und eure Beteiligung ist unser Lohn. Für die vielen Stunden, muss man auch sagen, die wir hier für unseren geliebten Machtschädel investieren. Also macht's weiter so und beteiligt euch da auf YouTube oder Instagram, Facebook, Mail oder auf Skeletor.at kann man auch drunter posten. Das haben die Leute teilweise bei unserem anderen Podcast, bei meinem anderen Podcast eigentlich, bei die rechte und die linke Hand des Podcasts, wo es übrigens auch eine ganz tolle Drei-Fragezeichen-Folge gibt, getan. Also hört da gern auch mal rein. So, genug Werbung für heute. Thomas, bist du eh noch nicht weg oder eingeschlafen oder so? Ich sehe dich nicht. Ach, du siehst mich nicht, doch ich bewege mich. Ja, ich sehe immer nur einen von euch. Wenn ich mit dem Dieter rede, dann sehe ich also, den Dieter. Da musst du auf die Notizen schauen. Musst du auf Grid View umschalten. Na, alles gut. Ich möchte nur noch mal kurz auf die Eingangsfrage eingehen, wie ich denn zu den Masters stehe. Ja. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, gerade was Masters of the Universe und das He-Man-Thema angeht, da bin ich sehr jungfräulich, weil ich habe das als Kind, als Fernsehserie nie gesehen, denn ich hatte früher keinen Tele 5 und mein einziger Bezugspunkt sind auch wirklich nur die Hörspiele und ja, ich muss mich jetzt mal outen, als ich 10 Jahre alt war oder so, hat mir mein Vater mal einen neuen Kassettenrekorder gekauft, geschenkt und da war genau eine Folge von den Masters dabei, die ich besessen habe. Das war die Sturm auf Castle Grayskull-Folge, die Nummer 3, die ihr leider schon besprochen habt. Also da habe ich mir im Nachhinein gedacht, so, da wäre ich so gern dabei gewesen. Ist leider nicht mehr möglich. Aber das hole ich jetzt nach. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe auch nie den Film mit Dolph Lundgren gesehen oder so. Ja, da hast du nichts verpasst. Also, genau. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Bevor ihr jetzt aber denkt, wen haben wir uns denn da eingeladen, der hat überhaupt keine Ahnung. Ich bin natürlich aufgewachsen mit den Europa-Hörspielen, von denen es ja unzählige gab. Und wenn man mal ehrlich ist, ihr habt es ja auch schon öfter in diesem Podcast erwähnt, gerade so was Sprecher angeht. Also das sind ja immer am Ende die gleichen Personen, die da ein- und ausgehen im Tonstudio Körting. Und die tragen ja schon immer so eine gewisse Handschrift, was so Umsetzung und so angeht. Und deswegen, wenn ich ein Masters-Hörspiel höre, und ich habe vor 10, 11 Jahren oder so, habe ich mir mal bei eBay ein paar nachgekauft und habe dann auch die paar Folgen, die ich hatte, exzessiv gehört. Deswegen kann ich halt sagen, ich finde sie unterhaltsam und ab und zu höre ich mir auch gerne mal eins an, aber halt wirklich rein so als Hörspielformat. Und wenn du doch im Hörspiel-Sprecherkosmos so verhaftet bist, dann werden wir das mal ein bisschen umtauschen und nicht zuerst über das Cover reden, würde ich sagen, sondern jetzt reinstarten mit der Rollenbesetzung. Wir haben ja schon über
alle, die hier vorkommen, geredet, bis auf einen. Und das ist der Höckerdrache. Und zum Höckerdrachen hast du dir ein bisschen was rausgesucht, Thomas, oder? Richtig. Denn der Höckerdrache wird gesprochen von Utz Richter. Und sein voller Name lautet Utz Werner Richter. Der Mann wurde am 23. Juni 1927 in Olbendorf geboren und ist am 10. September 2015 in Hamburg gestorben, war dementsprechend auch ein Hamburger Schauspieler und ist auch unter anderem bei Frau Körting in dem Studio ein- und ausgegangen. Ich habe mal so geguckt, er war ja auch Synchronsprecher bei Film und Serien und er kommt auf 93 Sprechrollen in Filmen und Serien und auf 92 Einsätzen in Hörspielen, darunter 34 Serien und 57 Rollen, habe ich mir mal notiert. Ja, Utz Richter, bis jetzt noch nicht vorgekommen und in dieser Rolle, eine Gastrolle als Höckerdrache, da werden wir sicher auch noch darüber reden in der späteren Analyse, wie er die angelegt hat. Ja, ja, sehr interessant interpretiert. bei den drei Fragezeichen spricht er übrigens auch mit, Thomas. Hast du das auch gesehen? Ich habe mir nur mal hier notiert, seine bekannten Rollen in Hörspielen, die er alleine für Europa gemacht hat. Mhm. Da kommt er auf insgesamt 29 Rollen, unter anderem den Trubadix in den Asterix-Hörspielen. Mhm. Dann in einer meiner absoluten Lieblingsfolgen Gold der Wikinger, da spricht er den Karl Ragnarsson. Oder in den Höhlenmensch diesen Mr. McGee, diesen fetten Sheriff, dem der Höhlenmensch gehört. Aber dann hat er noch diverse Nebenrollen in Tom und Locke, A Nightmare on Elm Street, ja, dazu gab es mal Hörspiele. Wird, glaube ich, dich interessieren, Olli, Flitze Feuerzahn. Absolut, war auch dabei. Ja, ganz richtig. Ja. In Enid Blytons Abenteuerserie, dann eine Serie, wo ich bis heute nicht wusste, dass sie existiert, Willi Wipfel aus Mitte der 80er. Und vielleicht mal als kleine schamlose Eigenreklame, in Folge 39 von TKKG, da sprach er den Match. Und über diese Folge haben wir gerade erst bei unserer tosenden Hollywood-Schauke gesprochen. Also, das wollte ich hier mal kurz erwähnen. Ja. Und in Masters of the Universe hört man ihn nicht nur als Höckerdrache, sondern auch später als Mossman. Ja, richtig, genau. Das hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen, da ich das ausgelagert habe an dich. Aber das habe ich natürlich auch gelesen, aber nicht mehr im Kopf gehabt, muss ich ganz ehrlich auch gestehen. Aber klar, stimmt, ja. Immer halt viel, viel mehr Nebenrollen, wenig so feste Hauptrollen hat er dann gesprochen, ja, bei Europa. Alles klar, ja. Gehen wir zum Cover. Das Cover, ja, kannst du uns das vielleicht kurz beschreiben, Thomas? Was siehst du denn da auf diesem Cover? Also man sieht einen Herrn, sag ich jetzt mal, mit einem Cape und einer, ja, er sieht halt ein bisschen aus wie eine Kaulquappe und ja, so wie so ein Superheldenanzug. Das sieht aus, als würde er ein Amulett tragen mit so einem, ja, Fledermaus-Symbol, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Dann eine schöne Turnhose, wie man sie noch aus Telegym kennt. Also, gab's ja auch mal. Was auch schön sein Gemächt ein bisschen betont, sage ich jetzt mal. Ja, ordentliches Gemächt, der Vordag. Ordentlich. Ja. Wie er auch triumphierend die Faust, ja, zum Sieg hochreckt. Und die Faust ist auch mit so einem, ja, so mit so einem weißen Stern umgeben, dass man merkt, da ist Kraft hinter. Da ist der und Designer ja wirklich in die Vollen gegangen. Ja, genau. Mit diesem Stern. Du, aber Olli, ist doch super, oder? Ja. Wenn man, dass unser Gast hier mal das Cover geschrieben hat, beschrieben hat. Also Hordak, ich sehe ihn mir jetzt an und das Gesicht hat wirklich so ein bisschen was Kaulquappenhaftes. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Absolut. Und was schon so ein bisschen prägend ist fürs Hörspiel, dass im Hintergrund sieht man ja diese riesige rote Spinne, im Hintergrund wohlgemerkt. Und ich finde, das ist sehr bezeichnend, wenn man dann das Hörspiel hört. Ja, also das ist auch ein Kritikpunkt von mir am Cover. Also es ist halt Hordak sehr präsent, ja, sieht auch richtig gefährlich aus. Spidor, die eine riesige Monsterspinne sein soll, die ist fast klein und verschwindend im Hintergrund. Den Körper sieht man fast gar nicht, eigentlich nur den Kopf schaut eigentlich eher fragil, zerbrechlich aus. Also habe ich jetzt als Kind keine große Angst gehabt vor dieser Spinne. Ist eher so wie ein Queberknecht, da tappt man mal drauf mit der Sohle und gut ist. Also sie wirkt jetzt hier nicht bedrohlich.
Und ja, und warum man Hordak hier so präsent darstellt, ja, vielleicht hat man gerade in dem Quartal zu wenig Hordak-Figuren verkauft und hat sich gedacht, jetzt muss man ihn wieder mal platzieren. Aber für die Story ist Hordak nicht wirklich relevant. Ja, guter Punkt. Und in der Story wird auch nicht wirklich erwähnt, dass das eben eine Roboterspinne ist. Da geht man ja eher davon aus, dass es ein Lebewesen ist. Und hier aber die Roboterbeine. Aber ich würde sagen, farblich absolut schön abgestimmt, die beiden, oder? Hordak und die Spinne. So rot-schwarz beide, das passt. Definitiv, definitiv, ja. Na gut, ja. Liebe Leute, wir steigen in den Plot ein. So, es geht los auf dem neu entworfenen und zusammengeschraubten Landsegler von Man-at-Arms gebaut. Und das Königspaar will ein bisschen Urlaub machen im Norden von Eternia. Und Man-at-Arms und Tila unterhalten sich über eben diesen Landsegler. Und plötzlich passiert es auch schon. Skeletor greift mit Spidor an. Er sitzt auf ihm. Und alle Beteiligten außer Tila und Man-at-Arms verschwinden plötzlich in einer Bodenspalte. Alle sind weg. Dann Schnitt in den Palast. Adam spielt Zither und Orko zaubert sich ja ein paar Eier in die Hose. Soweit einmal fürs Erste, wenn wir dann noch mehr drauf eingehen. Ganz normaler Zeitvertreib, oder? Ja, genau, was man also macht im Palast. Genau. Man-at-Arms und Teela unterwegs zurück, aber dauert alles irrsinnig lang, werden von einem gewaltigen Höckerdrachen angegriffen. Dieser stand aber unter dem Einfluss von Modulok, was Man-at-Arms dann aber bemerkte und ihn von einem Amulett befreite, das ihm Modulok irgendwie umgehängt hat. Ja, und zum Dank bringt der Drache dann Man-at-Arms und Teela nach Hause in den Palast. Dort wartet schon Adam und der wird gleich mal informiert. Teela wird irgendwie losgebracht und ja, dann fliegen Adam, beziehungsweise der hat sich mittlerweile in He-Man verwandelt, und Man-at-Arms und auch Orko zu dieser Stelle, an dem das Königspaar verschwunden ist. Ja, zuerst finden sie keine Spuren und Orko zaubert dann ein bisschen herum, dann tut sich der Boden wieder auf, sie fallen, Orko fällt zuerst runter, dann fallen sie alle wieder runter und landen in irgendeiner Höhle, wo eigentlich nichts passiert. Und dann kämpfen sie sich da irgendwie wieder raus aus der Höhle. Aber wo muss sie halt feststellen, dass hier der Landsegler mit dem Königspaar, mit den ganzen Soldaten irgendwie verschwunden sein muss, ja? Und wo sie das schon halt nur Man-at-Arms und Teela mit einem kühnen Sprung, bevor der Landsegler da hineingestürzt ist, in dieses Loch retten haben können. Richtig, ja. Was Evil Olli und Evil Dieter nicht geschafft haben in dem kleinen Hörspiel-Intro. Hoffentlich sind sie weich gelandet, so wie unsere Helden. Ja, sie kommen dann zurück nach Castle Grayskull, befragen den Geist, der verzapft irgendwas von der Zeit und von unserer Zeit entzogen und so. Und He-Man ist natürlich schlau und schließt daraus, dass die Entführten in der Zukunft sein müssen. Und die Bösen haben das aber alles beobachtet, wollen dann Castle Grayskull angreifen in dieser Zeit, wo die Guten in die Zukunft reisen. So, und jetzt geht's ab in den Weltall und ich gebe auch mal kurz ab an den Thomas. Was passiert denn da im Weltall? Ja, ich würde mal sagen, He-Man ist ja sehr von seiner Theorie überzeugt, dass man mit diesem Talonfighter einfach mal Zeit und Raum überwinden kann und spinnt sich dann da halt zusammen, dass wenn sie jetzt diesen Talonfighter nehmen, und ich habe so verstanden, durch diese Stelle, wo auch die Bodenspalte ist, wenn er da durchkracht, dass sie dann durch die Zeit reisen in die Zukunft und da auf den Landsegler treffen und die Königsfamilie retten können. Das hast du genau richtig verstanden. So habe ich das nämlich auch verstanden. Also vorausgesetzt, ich habe es richtig verstanden. Hast du es auch so verstanden, Nieder? Ich habe so verstanden, wie He-Man das verstanden hat, und insofern haben wir das alle richtig verstanden. Kommen wir in der Analyse noch drauf, aber es gab eine 50-50-Chance eigentlich, wenn das Königspaar der Zeit entzogen ist, entweder Zukunft oder Vergangenheit. He-Man war
hat einfach mal die Hypothese aufgestellt, es ist die Zukunft und ist richtig gelegen. Das ist halt unser Held, ja. Der zieht die richtigen Schlüsse. Der zieht die richtigen Schlüsse und hat auch das nötige Glück, weißt du, das Glück des Tüchtigen. Das Quäntchen Glück. Das hat er sich in den letzten 21 Folgen jetzt mal erarbeitet. Oder genau. 20. Was ist das für eine Folge? 22. 22, ja, dann war ich eh richtig. Naja, letztendlich ist es so, während die Helden in der Zukunft sind, greift Skeletor Castle Grayskull an. Und in der Zukunft passiert Folgendes. Die Helden kommen eben gut an, erledigen Spidor, befreien den König und die Königin und die Soldaten und machen sich wieder auf den Rückweg. Geht alles wie geschmiert, indem sie den Talonfighter über den Landsegler einfach hinweggleiten lassen. Ja, und... Ja, ja. Also der Talonfighter, der ja so wahnsinnig schnell fliegen kann, dass er sogar die Zeitraummauer irgendwie durchbricht, das machen sie natürlich da auch in der Zukunft. Wahrscheinlich fliegen sie eben genau in die andere Richtung. Ja, ich stelle mir das so räumlich vor, fliegt man nach Norden, geht's in die Zukunft, fliegt man nach Süden in die Vergangenheit. Ja, ich und auch. Witzig. Umgedreht und... Einfach umgedreht, genau, zurück. Landsegler umdrehen, Talonfighter umdrehen. Es ist ja auch logisch, weil das Zeitfenster oder das Portal, das ist ja immer an der gleichen Stelle. Ja, nein, das Portal macht ja der Talonfighter, weil der hat natürlich, genau. Man at Arms war ja dabei, der kühne Kalkulator, der hat natürlich das genauso berechnet, dass der Talonfighter, genau wenn er sich über dem, wenn er über dem Landsegler hinwegfliegt, genau dann in diesem Moment die Zeitmauer durchbrechen kann und den Landsegler mitnimmt. Ja. So ist also das. Ich habe das so verstanden als Windschatteneffekt. Genau. Ja, so. Ja, genau. Er zieht ihn mit und alles drumherum wahrscheinlich auch. Ja, sehr, sehr abenteuerlich. Absolut. Durchaus. Ja, abenteuerlich ist allerdings nicht der Schluss, denn es gibt keinen Endkampf. Nur einen Schlussgag auf Kosten von Orko. Und das war's dann. Also da werden wir natürlich dann auch noch genau drüber sprechen. Aber so geht die Geschichte aus. Und ja, ich habe mich ja gefragt, ob Marlena nach der Rettung auch wieder gesagt hat, oh, diese entsetzliche Spinne. So wie beim feurigen Eisvogel. Die hat sicher spätestens nach dieser Folge hat sie eine Spinnenphobie, glaube ich. Ja, nach der Eisvogelphobie auch eine Spinnenphobie. Ja, also vielleicht, Olli, ergänzend noch zum Finale, also wie du schon gesagt hast, Skeletor nützt natürlich die Chance, greift Castle Grayskull an, während unsere Helden in die Zukunft gereist sind, und als sie dann von der Zukunft zurückkehren, da macht man sich im Hörspiel zumindest nicht die Mühe, auch noch einen Kampf vor der Burg Castle Grayskull gegen Skeletor zu inszenieren, sondern da reicht es sozusagen, dass He-Man sagt, naja, Skeletor wird sich aber erschrecken und wird die Flucht ergreifen, wenn er uns sieht, dass wir aus der Zukunft zurückgekehrt sind. Und ja, und dann ist es auch irgendwie aus. Genau. So ist es. Und ja, du switcht ja jetzt quasi schon rein in die Analyse. Genau. Und ja, da bleiben wir jetzt. Und spulen zurück wieder an den Anfang dieser Folge und sind wieder auf dem Landsegler. Jetzt ist noch alles friedlich und... ja, es geht los. Ich werde da mal ein paar Dinge in den Raum werfen, wenn es für euch passt. Und dann diskutieren wir einfach drüber. Also, mir taugt ja das gleich mal voll, wie Man at Arms und Teela da miteinander plaudern. Na, bist du zufrieden mit meinem Landsegler? Ja, ist ja super. Das hast du gut gemacht, Man at Arms. Nein, He-Man ist super. Er hat immer für uns alle Schlachten gewonnen. Eigentlich unglaublich, wie gleich mal He-Man overgebracht wird. Und auch der Man at Arms als Tüftler und so, nur Teela wieder ein bisschen komisch. Naja, wie gefällt euch dieser Beginn, Thomas? Unser lieber Gast hat natürlich den Vortritt. Ja, also ich musste ja noch ein bisschen Recherche hier vorher betreiben. Und ich wusste halt immer, dass das in früheren Folgen nennt Teela den Man at Arms ja auch mal Vater. Was, glaube ich, jetzt später so ein bisschen untergeht. Und dann habe ich gelesen, er ist ja ihr Adoptivvater. Richtig. Und dafür, dass er ihr Adoptivvater ist, haben sich die beiden aber erstaunlich wenig zu erzählen. Dass sie sich eigentlich nur so selber loben, ja, ohne dich wäre ja nichts möglich, ah, ich habe das doch nur wegen He-Man geschafft. Also
Das scheint ihr Lieblingsthema zu sein. He-Man ist toll, He-Man ist der Größte. Also mehr läuft zwischen den beiden nicht gesprächstechnisch. Vielleicht will er Tiere vermitteln an He-Man. Das kann natürlich schon auch sein, dass ihr Vater, ne, ihr Stiefvater, dass sie eine gute Partie bekommt und deswegen lobt er ihn so. Ja, der bewundert den He-Man ja auch, das merkt man ja. Also das ist ja auch so, er ist ihm ja so ein bisschen, ich will nicht sagen hörig, aber er schaut wirklich zu ihm auf, obwohl er ihm ja eigentlich auch ebenbürtig ist, ne, mit seinen Skills, ne, mit diesen ganzen Waffenmeister-Eigenschaften, die er hat. Ich habe mir einfach nur notiert, ich glaube, es dient einfach nur dazu, den Hörer darüber in Kenntnis zu setzen, dass He-Man mit Abwesenheit glänzt. Denn sie sagt ja dann, schade, dass er uns nicht begleiten konnte. Dass man einfach eine Erklärung brauchte, warum ist He-Man denn nicht dabei? Ja. Absolut. Und weil du heute schon den Eisvogel angesprochen hast, auch so ein bisschen wie bei der Folge Der feurige Eisvogel, wo halt auch zuerst mal gesagt wird, wir sind hier auf einer Reise, so ein bisschen Urlaubsfeeling, damals mit der königlichen Yacht, jetzt mit dem Landsegler, ja. Und ja, aber der große Beschützer He-Man ist nicht da und der Hörer wird so in Sicherheit gewiegt und dann passiert natürlich der schreckliche Angriff. Ganz klar. Genau, der passiert jetzt. Genau, dann geht es nämlich gleich ordentlich zur Sache. Der Skeletor greift auf Spidor sitzend an und ich habe es heute nochmal gehört und da ist mir noch was da habe ich noch was bemerkt, was mir beim ersten Mal hören gar nicht aufgefallen ist. Und zwar habe ich das sehr, sehr lachen müssen. Die Soldaten ja wie jedes Mal, wenn dann irgendjemand angreift und die Soldaten sind dabei, sind ja dann in Aufruhr und schreien durcheinander. Und ein Soldat schreit, lauft oder die Spinne zwickt euch. Was, wirklich? Das ist unglaublich, ja. Das ist unglaublich. Lauft oder die Spinne zwickt euch. Werde ich nachhören, weil im Transkript sozusagen da steht, lauft oder die Spinne frisst euch. Da werde ich mal schauen, ob du dir die Ohren gewaschen hast oder ob es wirklich ein bewusster kleiner Gag ist. Mhm. Okay, ich habe es dreimal gehört und jedes Mal bin ich auf zwickt euch gekommen, okay. Weil ich habe da wirklich zurückgespult, weil ich es nicht fassen konnte, weil ich es so witzig fand. Ja, das sind... Das ist ja auch in einer Studie erwiesen, man hört ja immer das, woran man denkt oder das, was man zum ersten Mal annimmt. Ja. Das schon, das stimmt. Ja, nein, aber definitiv, wie du gesagt hast, Olli, Skeletor reitet auf Spidor. Also wenn er auf der Monsterspinne, die am Cover oben ist, reitet, also da schleift er die Beine nach, oder? Die ist einfach zu klein und zu, ja. Also das muss dann schon der richtige Spider gewesen sein. Wahrscheinlich hat am Cover Hordak da nur so ein Spider-Modell gehabt, kann das Skeletor mal gezeigt sein. Hat. Du schau mal, so könnte eine gefährliche Spinne aussehen. Ja, die nächste auffällige Szene ist dann, plötzlich sind alle weg. Und Teela fragt vollkommen ruhig, Man at Arms, was ist passiert? Wo ist der Landsegler? Wo ist der König? Wo ist die Spinne? Wo ist das zweiköpfige Monster? Sie sind alle verschwunden. Und Man at Arms meint nur, beruhige dich, Teela, beruhige dich! Und das ist für mich, ich habe mir dann nochmal Gedanken darüber gemacht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, eigentlich dafür ein Indiz dafür, dass die Monika Gabriel, die ja Teela spricht, und der Karl Walter Diess, der Man at Arms spricht, nicht gleichzeitig aufgenommen haben, was wir ja jetzt eh schon ein paar Mal auch besprochen haben. Weil ich denke mir mal, der Diess hat angenommen, dass die Monika Gabriel viel hektischer spricht und was ja auch Sinn gemacht hätte und hat dann auf das sozusagen reagiert. Was sagt da unser Hörspiel-Sprech-Experte dazu? Ich finde die Teela, die Sprecherin, sowieso immer so wirklich Emotionen zeigt sie nicht. Also sie redet immer sehr sachlich und monoton, sagen wir mal so. Das zieht sich auch wirklich durch alle Hörspiele. Und es ist halt immer so ein unterdrückter Jammerton, den sie so an sich hat. So, ja, jetzt, was ist passiert? Wo sind alle hin? So, aber so richtig Emotionen zeigt sie nur, wenn sie Adam zusammenstaucht. Also da kommt sie mal aus sich raus. Aber hier ist, also, was ich mir jedenfalls notiert habe, ist, was ich sehr atmosphärisch fand, war das Pfeifen des Windes, wenn sich Teela fragt,
wohin der Landsegler verschwunden ist, weil das vermittelt wenigstens so ein bisschen Gefühl von Weite und Trostlosigkeit. Ja. Das fand ich sehr gut und den Dialog an sich, ja, mit Abstrichen wieder zu genießen. Interessant fand ich aber auch, dass der Manfred Schermutzki, der dem Modoluk spricht, befindet sich auch auf den Landsegler und darf da einen von diesen Männern sprechen, der dann sagt, vielleicht ist es sogar derjenige, der sagt, Vorsicht, die Spinne wird euch fressen und so. Deswegen hat man hier wieder Sprecher-Recycling betrieben. Das ist dann ganz witzig, wenn man die Folge wirklich durchhört, weil einerseits ist er auf der guten Seite und später mit Skeletor ist er einer der Bösen. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ja, und generell durchaus. Ist es auch... Ist ein Klassiker mittlerweile, ja. Gerade bei der letzten Folge war das auch so, da hat ja Schermutzki seinen ersten Auftritt als Modulok. Da ist dem, die Folge auch dem Modulok gewidmet. Und da ist das auch so. Da ist er sogar der Titelheld und spricht trotzdem auch einen Soldaten auf der anderen Seite. Da ist es noch auffälliger. Ja, ansonsten die Geräuschekulisse, wenn dieser Landsegler verschwindet, die fand ich auch recht trashig. Aber es hat mir gefallen, sagen wir mal so. Das fand ich gut. So, es gibt dann immer so Momente, wo man denkt, okay, ist ein bisschen billig gemacht, aber davon lebt das ja auch. Also Olli, das, was du gesagt hast, ist mir auch aufgefallen und ich habe das an der einen oder anderen Stelle an dieser Folge, habe ich mir das auch gedacht. Also vielleicht war den Sprechern, also ich glaube auch, dass die getrennt aufgenommen haben und vielleicht war denen auch nicht immer ganz klar, wie das Ganze zustande kommt, weil Man at Arms beschreibt ja dann, ja, er ist vom Landsegler runtergesprungen, hat Teela mitgerissen. Also es war eigentlich, sag ich mal, ja, das hätte Teela mitbekommen müssen, ja, dass sie da jetzt auf einmal, dass Man at Arms sie runterzieht vom Landsegler. Und Teela redet aber so, wie du sagst, Olli, verwirrt und was ist passiert? Vielleicht hat die wieder gedacht, Landsegler ist irgendwie durch die Magie von Spider verschwunden und jetzt nicht irgendwo runtergestürzt. Aber es ist wirklich in dieser Szene sehr, man merkt das sehr, sehr stark, dass da irgendwie... Da passt irgendwas nicht, ne? Da passt irgendwas nicht. Man at Arms legt das ganz anders an als wie Teela. Ja. Ja, genau. Aber prinzipiell die Atmosphäre in dieser Anfangsszene natürlich schon toll. Also wie so oft ist einfach der Start in die Folge sehr, sehr spannend, sehr dramatisch und ein gelungener Aufhänger für die Story. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Genau. Aber natürlich schon wieder eine Höhle. Also es ist, glaube ich, die dritte Folge hintereinander, wo sie jedes Mal in einer Höhle sind. Also da könnten sie sich auch bald mal wieder was Neues einfallen lassen. Ja. Ja, ist wie bei Star Trek Voyager. Da sind sie auch jede Folge in der gleichen Höhle. Ja, eben, ja. Ist bietet sich natürlich auch an. Ja. Na, vor allem diesmal wirklich etwas unnötig. Ich habe mich auch gefragt, also der Landsegler, offensichtlich verschwindet der ja dann in eine andere Zeit. Und warum muss der jetzt vorher noch in eine Höhle stürzen? Der könnte ja auch durch Spider einfach so auf freier Wiese in die Zukunft verschwinden. Vermutlich halt, weil es dann später für He-Man spannender wird, wenn er mit dem Talent Fighter mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf diese Höhle da zurasen muss, als wir würde das halt irgendwo draußen machen, ja. Aber naja. Die Höhle hätte man nicht unbedingt gebraucht an dieser Stelle. Glaubst du, Dieter, dass die Bodenspalte die sprechende Bodenspalte ist, die dieses Mal nichts zu sagen hat? Das wäre natürlich schön gewesen. Ja, leider kommt Zodak hier nicht mehr vor, aber das wäre natürlich ein super Gag gewesen, wenn, also vielleicht dann später, wo Orko, Man at Arms und He-Man einfach nichts finden, ja, in dieser Bodenspalte, wenn dann einfach mal wieder so, ja, Zodak aus dem Off redet. Wie genau wäre für die Aufschlüsselung der Unlogiken und der Loopholes in dieser Folge durchaus ein wertvoller Charakter gewesen, der Zodak. Da hätte man einige Dinge auch vielleicht lösen können mit dem. Na, oder zumindest, dann hätte man eine schlüssige Erklärung, warum in dieser Folge einfach nichts erklärt wird, ja, weil... Es war Zodak. Es war Zodak und der erklärt nie was. Zodak war es, ja. Genau. Weil das nehme ich schon mal vorweg, also es wird ja nicht sehr viel aufgeklärt in dieser Folge, wie das genau so zustatten gegangen ist, ja.
Switchen wir mal in die nächste Szene. Der Palast. Adam spielt Zither, ist es aber nicht, es ist Harfe. Ist euch das auch aufgefallen? Natürlich. Also, ich habe nicht so genau hingehört und traue auch meinem musikalischen Gehör das nicht zu, das jetzt eindeutig zu erkennen. Aber glaube ich dir natürlich sofort, ja. Klar. Mhm. Ja, also ich empfehle da mal den Film Der dritte Mann von 1949 mit Orson Welles, ja. Da hat nämlich auch ein Kollege von euch, der Anton Karas, in Wien geboren, den Soundtrack geschrieben und der spielt Zither. Das ist ein Zither-Thema, ja. Also das ist ja super, das ist auch das einzige Zitherstück, das ich kenne, ja. Aber ich weiß jetzt nicht. Aber hast du gleich im Ohr, ne? Ja, klar. Und passt es mit dem zusammen, was hier gespielt wird? Naja, also ich habe es jetzt eher so gesehen, wenn ich, also beim dritten Mann ist es ja wirklich so eine schöne Melodie. Und dort ist es ja bei Adam, der spielt ja ganz langsam, der schlägt immer wieder mal so eine Seite an und ob das jetzt eine Zither ist oder eine Harfe oder eine Ukulele, keine Ahnung. Ukulele. Ja. Naja, auf jeden Fall komponiert er ein Lied für seine Mutter. Und ich habe bei uns... Wunderschön, ja, weil ich habe mich ja auch wie so oft mit dem mit der Besprechung von unseren lieben Freunden vom Himanischen Quartett, liebe Grüße an der Stelle, vor allem an den Manuel, der ja bei uns zu Gast ist und zu Gast war. Und ja, bei denen habe ich gehört, dass dieses Lied, dass es dieses Lied bereits gibt. Und Marlena, die ja eigentlich von der Erde kommt, könnte es ja dementsprechend auch kennen. Also das ist auch etwas unlogisch dann, wenn Adam etwas komponiert, was Marlena von der Erde vielleicht schon kennt. Aber vielleicht kennt es er auf Eternia noch nicht und hat zufällig genau die gleichen Noten gefunden. Das hatten wir auch schon, wo war das? Beim das Heldenlied von Eternia, da hatten wir es ja auch schon, oder? Dass dann Orko ein irdisches Kinderlied zaubert, das jeder kennt. Naja, die Musik dürfte wirklich Marlena von der Erde mitgebracht haben. Wahrscheinlich, ja, genau. Und jetzt, lieber Thomas, jetzt kommt der Eiertrick. Der etwas zweideutige Trick mit dem Ei in der Tasche. Also, ich meine, es wird zwar gesagt, es ist das Ei in der Tasche, aber ich musste dabei schon immer an das Ei in der Hose denken, muss ich gestehen. Und ja, weil da auch dann irgendwie so geil gestöhnt wird irgendwie teilweise. Also das ist alles. Und er steckt sich die Hand in die Hose und in die Tasche. Also wie geht's euch da dabei? Ja. Ich kann das jetzt, ja. Ich kann da gerne, ich habe da also, ja das abgedruckt, was der sagt, der Orko. Dieter, lies mal vor. Ich muss meine Stimme stellen. Soll ich das jetzt wirklich vorlesen? Ja, also ich hatte nicht solche Gedanken, Olli. Ich bin da auch nicht so ganz verdorben wie du. Aber ja. Ich lese mal, ja. Also der Orko, mit Orko beginnt's. Ich zaubere mir selbst ein Ei in die Tasche. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Ist es auch nur eine bescheidene Zauberei, so sei doch in meiner Tasche ein schönes Ei. Kling, 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 da kommt so ein Zauberglöckchen. Und Adam fragt dann natürlich ganz interessiert, ja, Adam, dem interessieren die Eier von Orko. Ja. Nun, Orko, was ist? Hast du ein Ei in der Tasche? Und Orko ganz zögerlich, Moment, ich muss erst nachsehen. Einen kleinen Moment. Ich muss die Hand in die Tasche stecken. Orko, was ist denn? Orko, es ist ein Spiegelei. Ja. Ei. Naja. Also Orko hat Taschen, das ist auf jeden Fall mal etwas, was wir hier mitnehmen können aus dieser Szene. Ja. Und der Adam, der ist da nicht nur neugierig, sondern der fragt ja immer noch, der hakt immer noch nach, ja, was ist? Ja. Also man merkt richtig diese Spannung im Raum. Also das ist schon, ja, das ist dem Orko sehr unangenehm, aber er lässt nicht nach. Also das ist schon interessant. Das ist das Investigative, oder? Das wäre eines Justus Jonas auch würdig, oder so? Da nachhaken. Natürlich, ja. Ne? Und weil es so schön ist, macht das ja dann nochmal, ne? Also ein Ei reicht ja nicht, denn
ne, auf einem Bein kann man nicht stehen, nur einer in der Hose reicht nicht. Also sagt er, so eins wollte ich nicht. Mhm. Es sollte ein schönes Ei in der Schale sein. Ich kann nicht so schön den Orko nachmachen wie du. Genau, und dann zaubert er nochmal. Oh, Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Jetzt bin ich aber froh, das Ei, es bleibe roh. Und dann kommt wieder dieses Zauberglöckchen. Und der Adam ist schon wieder so aufgeregt. Und Orko, nun sag, was ist? Ist es dir gelungen? Ja, ich glaube ja. Und Adam sagt, na, das klingt aber nicht glücklich. Ja, das bin ich auch nicht. Und die Spannung ist also wirklich, ich war hier so gespannt. Sehr, sehr spannend. Ja, also das ist wirklich, die treiben sich auf die Spitze. Und irgendwann kommt dann raus, ja, er hat ein Ei in der Tasche und es ist auch roh, aber die Schale fehlt. Das ist wirklich... Aber jetzt, wo ihr das auch so erzählt und so sagt, also das war wirklich, das war eine höchst spannende Szene, oder? So viel Spannung hatten wir beim Endkampf gegen Spider nicht mehr. Ja, vor allem, ich bin ein bisschen traurig, weil euer Mitpodcaster, der Chrissy, der liebt doch diese gemütlichen Adam-Szenen. Und ich meine, dem ist ja jetzt hier wirklich ein Highlight in Gang, oder? Ja, wobei die Szene hätte ihn wahrscheinlich zu sehr aufgeregt, könnte ich mir vorstellen. Oder der wäre wär da gar nicht so glücklich gewesen. Wäre ihm ein Ei aus der Hose gerutscht. Ja, schöne Grüße an den Chrissy, oder wie ich ihn auch nenne, unser Chris E-Faces. Schöne Grüße an der Stelle. Die dann, nachdem der Chrissy ja alles belauscht hat, was da in der Höhle ganz am Anfang beim Intro passiert ist, wer weiß, vielleicht hetzt er ja beim nächsten Mal einen Podcast und erzählt uns davon. Unglaublich, ja. Den darf man ja nie ganz abschreiben, das stimmt. Nein, man rechnet nicht mehr mit ihm und dann plötzlich sneakt er sich wieder rein. Der Adam geht dann, das taugt mir auch sehr, der Adam geht dann so zitterspielend aus dem Raum, so blub. Das ist ja auch eigentlich irgendwie sehr unfreiwillig komisch, finde ich. So. Ja, vielleicht noch ganz kurz, Olli, also ich hab gedacht, zerbrochenes Ei in der Hosentasche hatten wir ja schon mal bei Folge 2 das Todestor, oder? Da hat doch Orko dem Goras, dem Vetter von He-Man, ein Ei in die Hose gezaubert. Stimmt, ja. Und ja, also die Gags mit den Eiern, die wiederholen sich ab und an. Mhm. Die gehen immer. Genau. Naja, gut. So, und jetzt, wer glaubt, dass es jetzt schon absurd war, jetzt wird es erst richtig, richtig absurd, ja. Jetzt sind Man at Arms und Teela auf der Suche nach den Vermissten zuerst, aber sie finden sie ja nicht und haben auch keinen Plan, was sie weiter irgendwie suchen sollen und deswegen wollen sie zurück. Das dauert aber alles ewig, 2 Tage oder so, weil sie so weit weg sind. Und es ist ein sehr gefährliches Terrain hier. Oder auch nicht, weil eigentlich sind ja diese Höckerdrachen in Wirklichkeit gar nicht gefährlich, haben wir gehört. Und was mir aufgefallen ist, zuerst Drachengebrüll und dann wechselt sich das ab mit Vogelgezwitscher. Das ist irgendwie auch ganz witzig von der Atmosphäre her. Und jetzt möchte ich mal den Thomas und den Dieter da fragen, was ihr von der Sprecherleistung des Höckerdrachen haltet. Du hast ja schon referiert über ihn und wie hat er ihn jetzt angelegt, lieber Thomas? Was sagst du? War das gut? Exzellent? Also, schlecht? Also, pass auf, muss ich jetzt meinen, warum ihr mich heute eigentlich eingeladen habt, das Investigative reinbringen. Denn das Drachengebrüll, was ihr da im Hintergrund hört, ja, das ist natürlich recycelt. Es handelt sich dabei um die Hörspielkönigin Heike-Dine Körting himself. Die hat nämlich das Gebrüll eingesprochen. Es wurde ursprünglich für das 1977 erschienene Hörspiel Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness, aufgenommen. Das war erstmal so ein Einzelhörspiel, in dem das Reporter-Ehepaar Tom Fawley und Irene Fox ermittelt haben. Gesprochen von dem Schauspieler-Ehepaar Horst Frank und Brigitte Kollecker. Da haben die ihren ersten Auftritt und den haben sie dann später noch in der Grusel-Serie von Europa, die Anfang der 80er Jahre entstanden ist, noch 2 Folgen gehabt. Und diese Nessie-Folge wurde dann, als dann nochmal die Grusel-Serie Anfang der 2000er neu aufgelegt wurde, mit reingenommen. Dafür haben sie die Folge 15 Horror-Pop-Sounds rausgenommen, weil da Musikstücke von Carsten Bohn drauf waren. Und deswegen wurde dann Nessie Teil der Grusel-Serie.
Genau, aber am meisten sollte euch das Gebrüll eigentlich bekannt vorkommen, wenn ihr die Folge Nummer 7 von 3 Fragezeichen hört, der unheimliche Drache. Ja, tatsächlich habe ich das sogar mir gedacht, dass die Drachen gleich klingen, aber ja gut, das ist jetzt nicht so auffällig, da habe ich jetzt gar nicht so viel drüber weiter nachgedacht, aber was du natürlich da jetzt herausgefunden hast, das ist natürlich irre interessant, dass das Heike Tine Körting herself ist. Das wusste ich auch nicht. Ja, ja, auch spannende Sache. Ja, sie ist ein bisschen bekannt dafür, dass sie gerne in den Hörspielen rumschreit oder spezielle Schreie aufnimmt. Bestes Beispiel, den seltsamen Wecker. Das ist auch ihre Stimme. Okay. Mhm. Ja, nein. Cool. Haben die einen eigenen Hausdrachen bei den Europa-Hörspielen? Ja. Na, aber Olli, ja, weil du gefragt hast nach der Sprecherleistung, also bevor wir auf die Sprecherleistung eingehen, also zum ersten Mal, ja, das ist ein Höckerdrache. Jetzt mal ganz ehrlich, Höckerdrache, da stelle ich mir so ein Kamel vor mit einem bisschen einen gefährlicheren Kopf. Finde ich schon mal, finde ich jetzt nicht besonders furchterregend irgendwie da rein, dass ja einen Höckerdrachen, wenn ich mir den so vorstelle. Und dann ist es ja so, ich glaube, wir hatten das zum ersten Mal bei der Folge 13, oder Herr der Wespen, wo dann die, ich sag mal, diese Biester, diese gefährlichen Tiere, die es auf Eternia gibt, wo die dann auch auf einmal sprechen können. Und es hat damals, finde ich, schon nicht so ganz gepasst. Wir haben damals interpretiert, okay, es waren die Hörspiele irgendwie zu brutal oder zu gewalttätig für Kinder. Man will das ein bisschen wieder verharmlosen. Aber ich glaube, sie haben es hier bei dem Höckerdrachen dann auch wieder übertrieben, weil es passt einfach nicht mehr, ja, dass sie zuerst von einem Drachen angegriffen werden und dann so einen grotesken Dialog führen. Jetzt, also ja, der war vom Modulok verzaubert, aber jetzt stell dir mal vor, jeder Höckerdrache, der da herumrennt, der redet so und führt solche Dialoge mit den Eterniern. Also das ist ja absurd. Ja. Wunderschöner Gedanke. Aber genau das wollte ich euch nämlich fragen. Wieso kann der eigentlich sprechen? Weil bisher waren so eine Schreckensgestalten in dieser Welt nicht so kommunikativ. Also ich habe mich dann zurück erinnert an die Folge mit der Teersumpf-Riesenratte mit Adam und Gringer in dem Kerker. Und ich glaube, da hätte man den Konflikt sehr leicht beilegen können. Ja, wenn die auch hätte sprechen können. Das wäre, glaube ich, interessant gewesen. Ne? So, warum bist du denn so hungrig? Können wir dir irgendwas tun? Okay. Ja, und dann wäre das eigentlich viel cooler gewesen. Und deswegen ist dieser Drache, um jetzt auf die Sprechleistung einzugehen und ohne um den Utz Richter irgendwie was Böses zu unterstellen, aber der ist schon sehr weinerlich. Ja. Der stand bestimmt im Skript, eigentlich total lieb und zum Knuddeln, ja. Was mir aber positiv aufgefallen ist, ist sein Todesschrei, welcher ja keiner ist, aber in dem Moment, wenn Man-at-Arms da wütet und ihm dieses komische Amulett vom Hals schlägt, dann macht er ja so richtig so, ich kann es gar nicht nachmachen. Und im ersten Moment, wo ich es gehört habe, dachte ich auch, der ist tot. Und dann fängt er auf einmal so an, so, verzeiht mir, liebe Freunde, ich bin doch nett. Und das genau. Es tut super. Mir leid, das Monster hat mich gezwungen, mit einem Zauber. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, das ist so ein bisschen Gargamel-Schlümpfe-Niveau, wenn Gargamel irgendjemanden vergiftet hat oder so, weißt du, die sind ja dann auch stimmt, so. Stimmt, ja, genau, ja. Ja. Ja, es passt halt auch nicht zu der exzellenten Sprecherleistung an sich, ja, von den Hörspielen von Europa prinzipiell und im Speziellen von meiner Warte aus gesehen bei den Masters. Also das ist ja irgendwie ein bisschen unorganisch hier. Aber Olli, ich glaube, es geht hier gar nicht so, also wenn jetzt sein Auftrag gewesen wäre, einen völlig verblödeten, verwirrten Drachen zu sprechen, dann hätte das wunderbar gemacht, da hätte die Sprecherleistung ja gepasst. Es ist einfach, also der Drache war irgendwie, so wie es Thomas gesagt hat, zu weinerlich und zu seltsam angelegt. Genau, weil wenn man nur auf den Text achtet, das wäre eigentlich, hätte man ganz anders auch bringen können. Das ist nämlich tatsächlich so. Na gut, genug Drache. Wir
Wir gehen zurück in den Palast, denn der Drache bringt ja Man at Arms und Tida in den Palast zurück. Und ich habe mich da gefragt, warum schlagen die Wächter eigentlich vorm Palast Alarm? Oder die Wächter vom Palast, vorm, wenn der Drache ankommt, Alarm, wenn doch eh jeder weiß, dass Höcker-Drachen ungefährlich sind. Ja. Also. Ja, ist ganz klar. Muss man doch gar nicht. Da waren die Palastwachen panisch. Oh nein, jetzt kommt schon wieder der Höckerdrache und labert uns zu und heult uns die Ohren voll. Oh, tut mir leid. Die wollten einfach, ja, die wollten ihn erschrecken mit den Posaunen, ja. Ja, ich habe eine andere Theorie. Ich vermute mal, dass noch ein paar, die von dieser Wirkung von der Strahlenbombe aus dem Dämonenpferd noch nicht ganz aufgewacht sind. Ja, deswegen, dass die Letzten noch davon aufwachen. Also, ist nur eine Theorie, ja. Aber dafür ist das Kirchengeläut im Hintergrund sehr atmosphärisch. Das fand ich wieder schön. Ja. Und vielleicht nur noch mal eine Sache. Ich meine, auch wenn die Höckerdrachen als friedlebend gelten, ich meine, ein Auto ist ja auch nur ein Fahrzeug, aber wenn ein Auto genau auf mich zufahren würde, hätte ich auch Angst, weißt du? Okay. Vielleicht nur so als Vergleich. Das stimmt, ja. Hat er so eine rasende Geschwindigkeit drauf, ja, das kann schon sein. Genau. Oder vielleicht fliegt er ja sogar. Das weiß man auch nicht so genau. Ach, naja. Das wäre aber lame, wenn der nur die so hinträgt, oder? Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hört das Horn nicht auf, geblasen zu werden, trotzdem, dass Man-at-Arms und Orko schon lang im Palast drinnen sind und im Garten. Das ist, da wird noch weiter getrötet. Weil der Drache noch nicht weg ist. Ja, die blasen so lang, bis der endlich sich wieder verzieht. Ja. Genau. Okay, und wie stellt ihr euch dann diesen Trainingsplatz vor, wo Tila den Hiemen sucht? Das ist auch geil, oder? Übt er da den Kampf mit schweren Waffen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, Tila? Ja, also amüsiert hat uns da die Formulierung, oder? Hiemen übt den Kampf mit schweren Waffen. Also Hiemen kämpft ja mit dem Zauberschwert und das ist eigentlich immer seine einzige Waffe. Und ja, hat man hier so dargestellt, er trainiert da jeden Tag und ja, und was sind jetzt wirklich die schweren Waffen? Also wird kein Florett neben seinem Zauberschwert auch noch haben oder irgendeinen Rapier oder sonstigen Degen. Genau. Ja, aber du, dass He-Man da öfters mal trainiert, das ist, glaube ich, in den vorhergegangenen Folgen schon auch vorgekommen. So, ja, He-Man trainiert sich im Kampf. Das hat mich jetzt so nicht überrascht. Ja, schon, aber genau. Der Trainingsplatz und die schweren Waffen waren es in dem Fall, ja. Und dann, ich fand da Tilas Weltbild sehr eindimensional. Ja. Also, dass sie automatisch davon ausgeht, hier, Adam, sei mal ruhig, der ist bestimmt auf dem Trainingsplatz und trainiert. Das wäre ja so, als würde man sagen, irgendwie, ja, wo sind die Königin? Ja, ist bestimmt in der Küche und backt. Also zu dem damaligen Zeitpunkt ist es so, irgendwie fand ich den Kommentar von Tila da auch so überflüssig. Genau, wir haben ja die letzten Folgen auch immer wieder natürlich auch bewusst hervorgestrichen, dass das Frauenbild natürlich da in diesem Hörspiel katastrophal ist. Also Tila muss wirklich hier immer, oder wird immer in eine Rolle gedrängt, die sehr, sehr 80er Jahre geprägt ist und ja, das ist hier halt auch wieder der Fall. Und jetzt kommt die Szene, wo sie die Tida wie immer halt loswerden müssen und das läuft ja eigentlich auch immer ähnlich ab. Also mir ist da aufgefallen und mich hat gewundert, dass sie da sehr, sehr lange Zeit eigentlich verplempern, weil es ja hier jetzt auch um die Eltern von Adam geht und nicht nur um die Gefahr, dass Skeletor irgendwie angreift, sondern Adam ist höchstpersönlich betroffen, aber nein, sie müssen unbedingt vorher noch Tila loswerden und dann, als Adam die Gefahr erkennt und merkt, es geht ums Leben der Eltern, dann wird er ja da tatsächlich fast hektisch. Also da sind sicher nicht die richtigen Prioritäten gesetzt, oder? Naja, wobei, Adam weiß es ja noch nicht. Und eigentlich, weil du gesagt hast, ja, Tila geht dann He-Man suchen, ist eigentlich verwunderlich. Tila und Man-at-Arms waren ja beide Augenzeugen vom Verschwinden. Eigentlich müsste Tila ja sagen, ja, Man-at-Arms, komm mit, wir suchen jetzt gemeinsam He-Man.
Das ist nicht passiert, aber klar, sie müssen halt Thieler sozusagen, sie müssen ohne Thieler sein, damit sie da darüber reden können. Und ja. Ja, aber spätestens da würde ich mir doch als Man at Arms denken, so, und jetzt pfeife ich drauf und weihe Thieler ein, weil es geht hier wirklich um ja, was. Ne? Dann, aber ja, ist ja, halt nicht. Aber ich glaube, dass ich glaube wirklich, dass der HG Francis da einfach aus seiner Formel, die er für jedes Skript angewendet hat, treu geblieben ist. Es gibt immer wieder diese Momente im Palast, wo Adam ja eigentlich als Waschlappen dargestellt wird, von Thielers Sicht, ja, und dann immer der Running Gag, wir müssen sie jetzt loswerden und so, und das hat der wahrscheinlich damals immer so wie so ein Baustein gehabt, ne, und ich verstehe, weil du als Hörer dir sagst irgendwie, Mensch, jetzt, das ist so eine ernste Situation, die müssen doch sofort damit zur Sprache kommen, ja, also verstehe ich diesen Einwand, aber das sagen wir immer gerne auch bei Zentrale, es ist ja für Kinder. Genau. Es ist ja ein Kinderhörspiel, ne? Genau. Deswegen, ja. Und für Kinder genau. Hätte es nicht gepasst, wenn da jetzt Man at Arms auf einmal rausplatzt. Adam, deine Eltern sind verschwunden. Er sagt es dann eh selbst, der He-Man. Ja. Also von daher braucht er das ja auch gar nicht, ja. Naja, okay. Aber auch da der Dialog dann, Adam, wo ist was? Meine Eltern, habe ich richtig gehört? Wo sind meine Eltern jetzt? Ah, ganz gleich. Als He-Man werde ich sie bald finden. Das finde ich auch ganz witzig, oder? Er fragt, also vielleicht er fragt gar nicht Man at Arms, ob er etwas mehr weiß. Sondern er sagt, ah, ganz gleich, ich verwandle mich lieber und dann geht's los. Ist sehr kopflos. Aber er ist halt sauer, ne? Er will keine Zeit verschwenden. Ja. Wobei ich jetzt gerade drauf komme, wie ich es gesagt habe, da wäre noch nichts verraten gewesen, wenn Man at Arms gleich mal rausrückt und sagt, Adam, deine Eltern, der König und die Königin sind verschwunden. Das hätte eigentlich funktioniert. Da hätten sie Thieler noch gar nicht loswerden müssen, sondern erst später bei der Verwandlung. Ja. Auch wieder richtig, ja. Mhm. Aber ja. Ja, das wäre noch blöder. Das wäre noch blöder gewesen. Thieler, du musst jetzt mal kurz weggehen. Genau. Geh mal He-Man suchen. Der ist sicher am Trainingsplatz und übt mit schweren Waffen. Na gut, ja, He-Man hier dann vollkommen entschlossen. Komm, Man at Arms, wir werden den Wind Rider nehmen. Wir müssen meine Eltern befreien. Skeletor wird bereuen, dass er sich an ihnen vergriffen hat. Also, wie kann ich das jetzt verstehen? Dass sich Skeletor an den Eltern von He-Man vergriffen hat, oder was? Du, heute willst du es aber wissen, ne? Ja, heute analysiere ich messerscharf. Du interpretierst da immer sehr in eine Richtung. Aber ich glaube, sich an jemanden vergreifen hat nicht unbedingt das eine, was wir damit assoziieren, ne? Genau. Ja, genau. Ach so. Also das kann man auch sagen. Es wäre, naja, nicht eine schöne Vorstellung, aber wenn der Skeletor die jetzt da in seinem Kerker hat und, nee, ich will es gar nicht weiter ausführen. Das wird zu weit führen. Naja. Auf jeden Fall hauen sie ab, ohne Thieler Bescheid zu sagen und dann sind sie zurück an der Stelle im Norden. Die steht dann am Trainingsplatz, findet keinen und ja, genau. Es ist ein bisschen, ja, ist nicht ganz so nett gewesen von den dreien. Ja, nein, das ist Mobbing, meine Freunde, das ist Mobbing und Orko ist der Nächste, der ständig gemobbt wird, ja, weil He-Man hier, wir benötigen einen Magier, der uns hilft. Dann klingelingeling, Zauberglöckchen, hat mich jemand gerufen, der Orko, und He-Man, Orko, ja, nicht direkt, aber... Also wirklich, Dieter, du als du derjenige, der den Orko immer verteidigt. Was, ich was als Verfechter, wie ist der dabei gegangen? Ja, ja, natürlich. Also Orko wird nicht für voll genommen. Ich habe als Kind eigentlich immer geglaubt, ein guter Zauberer, der heißt Zauberer, und ein Magier ist immer so ein böser Zauberer. Und ich habe da irgendwie als Kind immer getrennt. Für mich hat es da immer einen Unterschied gegeben und Orko ist ganz klar für mich. Das ist einfach ein kleiner, netter Zauberer und da wollte jemand an der Stelle, der wollte jemanden anderen. Wahrscheinlich wollte er den bösen Magier haben, um ihn auszuquetschen, um ihn zu verhören. Aber was ich hier ganz interessant fand, weil er kommt ja wirklich aus dem Nichts und He-Man sagt ja dann auch noch sogar, woher weißt du, dass wir einen Magier suchen? Du warst doch noch gar nicht hier, du kannst es gar nicht gehört haben. Und dann sagt Orko ja auch sogar noch, das bleibt mein Geheimnis. Und da wollte ich euch fragen, wird das vielleicht später nochmal aufgeklärt? Also hat Orko ein Geheimnis oder
Kann er sich auch unsichtbar machen und stalkt die beiden? Also hat er sich irgendwo versteckt und zugehört? Das fand ich interessant, dass er anscheinend ja auch von Weitem hören kann, worüber die reden. Mhm. Wird nicht aufgeklärt. Wird nicht aufgeklärt, nein. Aber ich sinniere jetzt gerade, das ist doch, Olli, in einer Folge schon mal vorgekommen, oder? Dass Orko da auch aufgetaucht ist, wie sozusagen, ja, basierend auf einen Satz, den jemand gesagt hat. Da muss ich nochmal, da werde ich versuchen, mich nochmal zurückzuerinnern. Ich glaube, das hatten wir schon mal, so eine ähnliche Situation. Kann ich dir jetzt leider nicht genau sagen. Weiß ich jetzt nicht genau, leider. Mhm. Aber wenn man natürlich, also wenn ihr das wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt uns das doch. Dann braucht man nicht nachschauen. Noch besser. So, liebe Leute. Ja, in der Höhle, in dieser komischen Höhle, ja, die hat mich sehr erinnert an die lachende Brückenhöhle. Ja, das ist auch so eine sehr, sehr... Ja, so wie auf einem Drogentrip aussehende Höhle, in dem Fall halt eher ein ja, religiöser Trip vielleicht mit den bunten Fenstern. Also was ist das da für ein Ort, Thomas? Jetzt bist du schon ein bisschen fortgeschritten, denn eine Sache wollte ich noch sagen, denn weil Orko macht ja einen Zauberspruch, indem er jetzt alle drei in diese Höhle befördert. Und dabei tut sich aber die Erde auf und alle fallen hinunter. Und da fand ich erstmal erwähnenswert, dass Man at Arms, der ist mir ein bisschen zu entspannt dabei, dass er sagt so, na toll, Orko, toll hast du das gemacht, wir fallen. Ja, so. Das erwähnt er so ganz nebenbei. Und sie können auch während des freien Falls in Ruhe über ihre Situation dabei sprechen. Scheint auch echt tief zu sein, weil sieht man dann später, wenn sie wieder probieren, sich aus der Höhle zu befreien. Und ja, diesen Eindruck mit dem Drogentrip oder so, das habe ich später in der Folge, da kommen wir noch drauf. Ich fand hier die Hintergrundgeräusche ganz interessant. Die klingen so ein bisschen wie Laserstrahlen und wie so kleine Droiden aus Star Wars. So irgendwie so wie so technische Geräusche. Dramaturgisch gesehen haben sie hier leider eine Möglichkeit ganz doll versiebt, denn die fallen runter, der Erzähler sagt, ja, wird es ihnen gelingen, heil auf den Boden zu kommen und dann zaubert Orko irgendwas und sie landen ganz sanft und dann endet die erste Kassettenseite. Das hätte man doch eher so machen sollen, die stürzen hinab und dann die Musik fadet aus und da so beginnt dann Kassettenseite 2. Fand ich ein bisschen unglücklich. Mhm. Das war sehr, sehr gut beobachtet, ja. Ja. Justus Jonas, ich weiß. Na, aber ich gebe dir auch recht. Also da sind sie mal in einer Höhle, die halt ja komisch gestaltet ist, mit seltsamen bunten Glas. Aber der Drogentrip, der kommt später noch, wie sie dann in dieser interessanten Welt in der Zukunft sind. Aber ja, Olli, es wird nicht ganz aufgeklärt, also der Ort ist irgendwie geheimnisvoll, weil es ist jetzt nicht nur einfach ein Loch im Boden, also sie beschreiben das ja auch, ja und da an den bunten Glas, da gibt es auch so rote Streifen nach unten, das sieht doch aus wie Spinnenbeine und so, meine Dame sagt auch, vielleicht ist das ihre Behausung, ja das Nest und ich habe mir wie ich das zuerst gehört habe, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, vielleicht sind die im Körper der Spinne, weil es irgendwie, weil einem das so vorkommt und gerade wie Man at Arms auch sagt, ja, es sieht aus wie Spinnenbeine und so. Aber es muss dann wohl doch eine Höhle gewesen sein, weil sie sehen ja dann oben auch das Loch und sie kämpfen sich ja dann auch heraus. He-Man schlägt mit dem Schwert gegen die Felsen und so. Ja, eins der Rätsel dieser Folge, warum hier in dieser Höhle die Höhle ausgekleidet ist mit buntem Glas. Ja, und vor allem die Szene bringt ja jetzt in der Entwicklung nicht viel, muss man auch klar und deutlich sagen. Ich meine, du hast es, wie wir noch kurz die Folge, den Plot besprochen haben und erklärt, besser gesagt haben, schon angedeutet, dass es zumindest dafür diente, um den Ort sozusagen festzulegen, wo der Segler verschwunden ist. Aber
Da wäre mir persönlich lieber gewesen, sie hätten diese Szene gestrichen und dann hinten raus noch eine letzte Kampfszene veranstaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wolltest du noch sagen? Das zieht sich so ein bisschen durch die Folge, dass sie einige Zeit vertrödeln mit Szenen, die jetzt, ja, sag ich mal, dem Plot oder auch dem Spannungsbogen jetzt nicht so viel, nicht so zuträglich sind. Also das sehe ich hier auch, ja. Na, meine Theorie war, wir haben es ja oft in den Hörspielen, dass es immer eine Szene gibt, in denen Skeletor den Jungs eine Falle stellt, aus der sie sich befreien müssen. Und so ähnlich ist das ja hier auch, dass sie wie in eine Falle gelaufen sind und erstmal überlegen, wie kommen wir hier weg. Aber dagegen spricht ja, dass He-Man dann später mit dem Talonfighter durch den Boden kracht. Weil so dachte ich erst, also ich hatte eine ganz abenteuerliche Theorie, vielleicht hat sich die Bodenspalte in dem Moment geöffnet, als der Landsegler verschwunden ist, um eine falsche Finte zu locken und dass die dann halt dahin wollen und das ist eine Falle. Ja. Mhm. Das waren so meine Gedanken, aber dann später spricht das halt dagegen. Aber deine Gedanken, die entkräftet Skeletor wiederum, weil später sagt er dann zu Hordak, er beobachtet sie ja, wie sie sich dann aus dieser Höhle wieder herauskämpfen. Und Hordak sagt so, ja, die befreien sich da. Und Skeletor sagt, ja, umso besser, dann werden sie noch weniger hinter das Geheimnis kommen. Also, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, genau. Warum auch immer, ja, ist ein bisschen seltsam. Was ich allerdings gut fand an dieser Szene, wie dann plötzlich, wie sie in der Höhle, ja, so wirklich verzweifeln tun sie ja nicht, aber so ein bisschen sich überlegen, wie kommen sie da wieder raus, da kommt wieder das Flair von alten Folgen auf, oder Skeletors Stimme so hallend aus dem Off, also da habe ich sofort wieder an Sternenstaub denken müssen und das... Also diese Momente, die liebe ich, ja, wo sie halt irgendwo festsitzen und dann hört man im Hintergrund Skeletor, der mit seinen Spionaugen, haben wir so auch noch nicht kennengelernt, Sturm auf Castle Grayskull, wenn er in diesem kleinen Flugzeug hört man seine Stimme und wenn er dann so runter sagt, recht hast du, He-Man, da oben in einem Flugzeug ist er und dann lacht er sie aus und so und genau das, gebe ich dir recht, habe ich mir auch so notiert, alter Flair. Das fand ich wiederum sehr gut. Ja, das war super. Ja. Aber das ist ja auch die Art und Weise, also der braucht das ja auch, ne? Der muss sich ja immer permanent über die lustig machen und die verhöhnen. Mhm. Genau das macht er ja hier auch. Da bin ich voll bei euch, absolut, ja. Um die Szene abzuschließen, was mir hier irgendwie das erste Mal aufgefallen ist, weil es so direkt hintereinander war auch, Orko sagt zu He-Man, ich helfe dir mit einem Zauber. Und He-Man sagt drauf, nicht nötig. Und dann, bla bla bla, bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Und da ist mir das eigentlich das erste Mal so bewusst geworden, dass das ja auch ein Zauberspruch ist. Ja? Und auch eine Zauberei. In dem Fall nicht, weil er ja schon He-Man ist. Ne? Und warum er das sowieso immer wieder in den Hörspielkassetten trotzdem sagt, sei dahingestellt, da möchte ich dann später auch nochmal drauf zurück. Aber das war ganz witzig irgendwie. Er will die Hilfe vom Zauberer nicht, aber sagt gleichzeitig selbst, er hat die Zauberkraft. Ja, aber vor allem ist es ja auch so abenteuerlich, was jetzt passiert. Also er schlägt mit seinem Schwert Stufen ins Geröll. Also baut er da jetzt so eine Treppe, so die kreisförmig hochgeht, oder macht er nur so Kerben in die Wand, an denen die wie so Cliffhanger-mäßig den Berg hochklettern? Also fand ich sehr interessant. Und da habe ich mich auch gefragt, wegen diesem, vielleicht sagt er ja auch diesen Zauberspruch immer wieder, um das Schwert zu aktivieren, dass er dann so mit so voller Power da den Felsen durchhauen kann oder so. Ja. Also er sagt das, ist auch ein Unikum von den Hörspielen. He-Man sagt das halt immer, er ruft die Macht an, bevor er halt wieder eine größere Anstrengung unternehmen muss. Und so macht er das hier auch. Also er muss sich da hinaufkämpfen und braucht sein Zauberschwert dazu und ruft die Macht von Castle Grayskull an. Ich habe ja lustig gefunden, dass er via Orkos Hilfe ablehnt, sagt He-Man, nicht nötig, mein Schwert ist schneller als dein Zauber. Und dann kommt eben bei der Macht von Castle Grayskull. Und später sagt dann Horst Naumann, unser lieber Erzähler, sagt dann irgendwie so, ja, nach einer Stunde durchbrachen sie den Erdboden.
Ja, tatsächlich, ja. Ja, und in weiterer Folge musst du dir überlegen, was hat eigentlich Thieler, die dann vor Castle Grayskull steht, zufällig, wie sie die Helden kommen, ja, was hat die so lange gemacht? Warum geht die nicht gleich nach Castle Grayskull und fragt ihre Mutter alleine? Na, da braucht sie den He-Man, der mit ihr reingeht. Ja, die hat ein bisschen auf dem Trainingsplatz geübt. Ja, ja, das glaube ich das auch. Aber da sind wir wieder bei den drei Fragezeichen. Die hat auch den richtigen Schluss gezogen. He-Man ist nicht im Königspalast. Eine Gefahr ist da. Ich gehe mal zu Castle Grayskull, weil da taucht er sicher auf. Das ist ja, und warte mal eine Stunde vom Tor. Genau. Mhm. Genau. Genau, und Ork und Man at Arms, ach, ihr seid ja auch wieder da. Ne? Das ist nicht ganz konsequent, aber eigentlich schön, dass es nicht so eine, dass die dann nicht so eine Szene da macht, so, wo wart ihr denn? Und ich habe mir Sorgen gemacht und so. Eigentlich ist es ja schön. Ihr habt nicht dass angerufen. Dass uns das erspart bleibt. Ne? Ja, genau. Ja, untypisch für sie. Sie ist sehr entspannt und gar nicht sauer, das ist richtig. Ja. Ja. Obwohl sie einfach abgehauen sind eigentlich, ne? Ohne sie einzuweihen oder ihr Bescheid zu sagen. Ich nehme an, sie hat die Zither von Adam eigentlich entsorgt. Endlich kann ich diese Zither nehmen und genau. Auf dem Sperrmüll damit fahren. Ja, in einer Stunde fahre ich dann nach Castle Grayskull. Ja, das kann natürlich auch alles sein, ja. Naja, aber bevor wir nach Castle Grayskull kommen, sind wir noch ganz kurz in Snake Mountain und jetzt auf der zweiten Seite der Kassette kommt Hordak dann, der auf dem Cover ist, das erste Mal vor. Und Hordak, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, sehr, sehr höflich für einen Bösewicht seines Kalibers. Denn er sagt nämlich so in der Art, also Skeletor sagt, sieh dir an, was meine Spionenaugen zeigen, und Hordak, das tue ich die ganze Zeit, lieber Skeletor. Da war er für mich wieder der gute alte Heathcliff Huxtable, der freundliche Opa von Theo und den Kindern. Ja, also die Szene, wie schon angesprochen, außer dass. Nein, nicht Heathcliff, Entschuldigung, wie heißt er? Russell. Der Opa? Russell. Stimmt, Russell, ja. Ja, also. Abgesehen davon, dass uns Hordak und Skeletor wieder komplett verwirren, weil sie sagen, ja, ist doch gut, dass He-Man da aus der Höhle rauskommt, denn dann wird er das Geheimnis auf gar keinen Fall erfahren. Hat diese Szene transportiert halt nochmal ganz klar diese bevorstehende Rivalität zwischen Hordak und Skeletor, weil Hordak sagt ja dann, du hast recht, Skeletor, He-Man ist verloren, die Macht gehört uns. Und der Skeletor wird dann sehr ernst und gar nicht mehr so freundlich. Nicht uns, Hordak. Sie gehört mir allein. Und wie wir ja wissen, dass ich glaube, so viel können wir verraten, das wird schon auch nochmal Thema werden im Hörspiel, so wer wird denn die Vorherrschaft haben über die Bösen auf Eternia, Skeletor oder Hordak? Also das streut der H.G. Francis immer wieder mal ein. Immer wieder ein. Genau. Aber sie sind unbelehrbar, auch die Schergen, denn wie sie dann letztendlich dann wirklich Castle Grayskull angreifen, schreien sie wieder alle, Castle Grayskull gehört uns. Aber da sagt der Skeletor dann nichts mehr. Da sind sie gerade so ein Menschen. Witzig finde ich auch, weil dass der Skeletor so undankbar erscheint, weil war es nicht Hordak, der ihm das Leben gerettet hat? Das war Hordak, genau, bei Angriff der Magier. Da hat er ihn aufgefangen, sonst wäre er in die Lava des Vulkans gestürzt. Ja, soll man ja mal ein bisschen dankbar sein, der gute alte Skeletor. Vollkommen richtig. Das ist nicht so, mit dem hat es nicht so, mit dem Dankbarkeit zeigen, glaube ich. Ja, das hat er schon wieder vergessen. Also, die Lernkurve ist sehr gering, ja. Genau, und seine Aufmerksamkeitsspanne auch und sein Gedächtnis scheinbar auch, weil sonst würde er irgendwie auch mal was draus lernen aus seinen ganzen Versagen, die er da die ganze Zeit hat, Fehlern. Na gut, wir haben eh schon gesagt, Castle Grayskull, Thieler wartet sehr brav, der Adler ist mir noch aufgefallen, da gibt es vorher schon die Szene, wo sie sich wundern, dass der Adler dieses Mal nicht kommt und sie warnt, also Man at Arms und Thieler noch, wie sie da aus der Bodenspalte sich retten konnten, und jetzt ist er aber wieder da und schreit,
und alles eigentlich nicht, wird dann nicht mehr thematisiert. Also, weil vorher wurde es wirklich auch sehr bedrohlich geschildert. Irgendeine dunkle Macht, glaube ich, meinen sie, hindert Sura daran. Das ist dann kein Thema mehr. Und ja. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil normalerweise der Adler, der Giganten, der warnt sie ja irgendwo anders. Also halt im Garten vom Königspalast oder irgendwo, irgendwo, wenn sie woanders sind. Aber dass sozusagen der Adler, wenn sie eh schon vor Castle Grayskull stehen und wenn He-Man eh schon sagt, ja, wir gehen jetzt nach Castle Grayskull, dass sie da nochmal das extra so erwähnen, ja, hast du den Adlerschrei gehört? Der Geist drängt uns zur Eile. Also normalerweise ist er dann der Geist im Thronsaal und nicht mehr der Adler. Aber ja, soll halt auch nochmal die Spannung erhöhen an dieser Stelle. Genau, und Thomas, die wunderbare Gisela Trove sagt dann, Tila, höre mich! Und warum zum Geier habt ihr den Zauberspiegel noch nicht besprochen? Weil ich wusste, dass irgendwann kommt mal jemand, der unbedingt diese Folge vielleicht mitbesprechen möchte. Und vielleicht bist du ja dann derjenige oder ihr beide, die dann gerne mal als Gäste dann bei Zentrale dabei sein wollt. Oh. Ja. Machen wir auch gerne. Aber, wo die Gisela Trove spricht, da ist der Olli nicht weit. Ja, also Zauberspiegel ist natürlich ganz, ganz weit oben, auch in meinem Ranking. Also definitiv in meinen Top 10, wenn nicht sogar in meinen Top 5. Also wunderbar, Mrs. Darnley. Aber sie hat ja auch viel im Europakosmos gesprochen. Ist ja, glaube ich, oh Gott, auch 2009 gestorben oder so. Aber auch noch bis ins hohe Alter. Habt ihr schon über sie gesprochen hier im Podcast? Ja, ne? An sich schon, aber du kannst gerne noch ein paar Facts, die du so in der Hinterhand hast, raus ballern. Ja. Habe ich nicht. Okay, na dann machen wir weiter. Wobei, also kennt ihr diese Hörspielserie Tom und Locke? Die ist ja auch von dem TKKG-Erfinder. Die kenne ich nicht. Nein, leider. Und da war es ganz interessant, da war die Position des Erzählers immer abwechselnd. Auch Horst Naumann, der hat dann nämlich, glaube ich, den Vater oder so gesprochen von der Locke. Und Gisela Trohe war die Oma. Deswegen war das ganz interessant. Mal wurden die Folgen von dem Horst Naumann erzählt, mal von Gisela Trohe oder halt von Sascha Dreger, der bei TKKG den Tim spricht und so. Das war ein ganz interessantes Konzept. Ja, stimmt. Also mal ein bisschen eine Abwechslung auch dabei, ne? Genau, das war eigentlich eine sehr schöne Idee. Genau, sowas finde ich sehr innovativ. Es wird ja auch immer wieder hier bei dem He-Man-Hörspiel gesagt, dass der Geist von Castle Grayskull ist ja die Mutter von Teela. Und ich als Masters-Noob würde sagen, ich hinterfrage dieses Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen den beiden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Teela mal entspannt auf einen Sonntagnachmittagscafé bei ihr vorbeikommt und die sich über ihren Alltag austauschen. Würden wahrscheinlich eh nur über He-Man sprechen und was er wieder geleistet hat. Ne? Ja, aber die ist ja jetzt auch nicht so kommunikativ, ne? Die sagt ja nur Teela! Und spricht in Rätseln und das ist übrigens mein Satz der Folge, den muss ich jetzt kurz suchen. Genau, weil He-Man dann sagt, zu spät, Teela, komm, der Geist hat sich zurückgezogen, du solltest ihn kennen. Wenn er glaubt, genug gesagt zu haben, kann ihn niemand dazu veranlassen, noch länger zu bleiben. Da ist He-Man auch sehr entspannt, ja, das stimmt. Ja. So, ja, komplett ungestresst, ja, Geist. Du kennst ihn ja. Genau, ist so. Absolut. Für mich wirkt der Geist dieses Mal ja mit seiner Parabel hier da, die Karten liegen in seiner Knochenhand, unsere Zeit entzogen. Das klingt für mich wie so eine Kartenlegerin am Jahrmarkt, oder? Ja, und He-Man sagt dann zu Teela, am besten reden sie mit den Freunden darüber, weil sie wissen ja irgendwie beide nicht so recht, was damit anzufangen.
Und Thieler erzählt dann den Freunden, was der Geist gesagt hat und redet abends auch so, keine Ahnung und so. Und dann lässt der Hiemen, die Thieler voll auflaufen und meint nur so, aber du hast etwas Wichtiges vergessen, Thieler, was er vorher nämlich im Thronsaal noch nicht zu ihr gesagt hat. Und ist auch wieder ziemlich machtschädelmäßig. So, der will halt mit seiner Analyse brillieren da. Das, genau, ja. Genau so wirkt es, ja. Und, und dann spricht er aber das erste Mal von seinen Eltern. Also hier kommt das, dieser Riesenfehler, muss man jetzt genau. An dieser Stelle einfach auch mal sagen. Ich habe mich da auch dann noch ein bisschen durch die Foren gelesen und eben auch das Himanische Quartett sagt das auch gleich. Also da ist ihnen einfach ein peinlicher Fehler unterlaufen, beziehungsweise dem HG und auch der Heike Diene. Das darf natürlich nicht sein, dass He-Man vor Thieler über seine Eltern, wenn er vom Königspaar spricht, redet. Na gut, aber sie rafft es ja nicht. Also, sie regt sich nicht auf, wenn die Jungs mal eben eine Stunde irgendwo weg sind, ja, obwohl sie den He-Man sucht. Und sie merkt es auch nicht, wenn er von seinen Eltern spricht. Also spricht jetzt nicht unbedingt für Thieler. Ja? Oder Thomas, oder es ist so, dass Thieler es schon kapiert, aber sich denkt, die Eltern von He-Man sind zwei Soldaten, die auch auf dem Landsegler waren und nicht das Königspaar. Weil er sagt nämlich nie, er sagt nur, meine Eltern sind verschwunden. Mhm. Er sagt aber nie das Königspaar. Also vielleicht denkt sich Thieler einfach, dass er hat zwei Männer als Eltern oder vielleicht gibt es auch Soldatinnen, die dabei waren. Oder das könnte natürlich auch sein. Ne? Oder Modulok, das doppelköpfige Monster. Modulok 1 und 2, der ist ja so mächtig und so stark. Ja, weiß man nicht. Ja, aber ich finde irgendwie dann diese Vorstellung sehr schön, irgendwie, dass sie sich ja auch nie so mal privat unterhalten sollen. So, He-Man, wo kommst du eigentlich her? Und was hast du denn früher gemacht? Wie fühlst du dich so? Ja, genau, da wird nie drüber gesprochen. Der ist einfach da. Ne? Ja. Und dann verschwindet er ab und zu mal und dann kommt der Adam. Ja, das ist alles. So. Ja, vielleicht machen sie es nur nicht, wenn gerade auf Aufnahme gedrückt wird. Und Thieler lässt es dann halt auch irgendwann sein, weil jedes Mal, wenn sie ihn fragt, na und, was hast du so gemacht? Er sagt, ja, ich muss pinkeln. Genau. Ah, ich muss mal gucken, was der Adam macht. Der wollte mir ein Lied auf seiner Zither vorspielen. Genau. Zauberspruch üben. Genau. Ja, aber lass uns noch mal kurz über diesen Fehler reden. Also wie konnte der passieren? Wir haben ja schon angesprochen, in dieser Folge und auch in anderen, die werden das nicht immer genau alle gemeinsam im Europastudio aufgenommen haben, sondern der eine hat halt seinen Text eingesprochen und der andere den anderen und dann wurde das zusammengemischt. Aber ist jetzt hier auch keine Erklärung, denn He-Man sagt das wirklich in einem durch, genau das ist es, Thieler. Skeletor hat meine Eltern in die Zukunft entführt. Also entweder, ich kann es mir nur so erklären, vielleicht war da nicht weder dem Norbert Langer noch der Heike Dienen bewusst, dass He-Man jetzt in der He-Man-Rolle ist und nicht in der Adam-Rolle. Weil ja, er sagt es einfach raus und in der Story ist er zu diesem Zeitpunkt der He-Man. Und vielleicht hat das damals... Eben Norbert Lange wird es wurscht gewesen sein, ne? Als Darsteller Macht er das, was das Drehbuch und die Regisseurin vorgeben. Ja. Da hat sich halt jetzt irgendwas geändert. Naja. Du meinst, er hat nicht seine Rolle als He-Man hinterfragt? So, Moment mal, das sind doch gar nicht He-Mans Eltern. Der hatte schon 21 Folgen vorher aufgenommen. Also ich sage mal, wenn es ihm aufgefallen wäre, hätte das vielleicht auch. Aber der denkt an sowas nicht, das ist völlig klar. Aber wie gesagt, ich glaube, da hat eben, da war in dem Moment nicht ganz bewusst, dass der Norbert Langer das gerade in seiner He-Man-Rolle sagt. Ich glaube auch wirklich, dass gerade früher, so in den 80er Jahren, da gab es noch nicht so Kontrolle, wo das nochmal durch ein oder zwei Hände gegangen ist. So eine Qualitätssicherung. Also, Qualitätssicherung, genau. Ja. Ich glaube, das ist heute eher der Fall als früher. Mhm. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, wie viele Hörspiele die früher einfach mal hintereinander weg produziert haben. Also die hatten ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ich will jetzt nicht untertreiben, aber vielleicht haben die so 12 Hörspiele zu dem Zeitpunkt irgendwie pro Jahr gemacht, also Serien, sage ich jetzt mal.
Das hat ja jetzt immens nachgelassen, aber früher, das war ja wirklich Fließbandarbeit, ja, was die da gemacht haben. Mhm. Ja, und auch vielleicht mal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, weil im Rahmen von unserem TKKG-Podcast haben wir ja mal mit den Sprechern von TKKG gesprochen, mit dem Sascha Dräger und dem Manu Lubowski und der Rea Harder und nicht vergessen Tobias Diakov, der neue Karl. Und da habe ich den Sascha auch mal gefragt, irgendwie, wenn man mal so guckt, wie ist es bei euch? Kriegst du irgendwie schon vorher alle Skripte zugeschickt, auch wenn du nur eine Nebenrolle sprichst? Mhm. Oder ist es ganz oft so, du nimmst schon deine Jacke, willst rausgehen und dann wirst du nochmal zurückgerufen, so, kannst du hier nochmal Person X für Hörspiel Y sprechen und so? Und er hat auch gesagt, ja, das war halt mal so, dass man nochmal zurückgerufen wird und gesagt wird, so, du, wir haben hier noch eine kleine Rolle, mach die mal bitte. Und die wird er ja dann wahrscheinlich auch vorher nicht immens studieren, sondern der kriegt seine Regieanweisung, der liest aus dem Skript vor und dann geht er nach Hause. Mhm. Ja? Ja, ganz genau. Das ist ganz, ganz sicher so. Und wenn du das jetzt so bestätigst, umso interessanter, ja. Vielleicht war ja Norbert Langer auch noch in seiner Rolle als Erzähler bei den Barbie-Hörspielen. Ja, genau. Ja. Oder als Tom Selleck irgendwie. Genau, als Magnum. Ja, und wieso zum Geier kommen Sie überhaupt auf die These, dass das Königspaar in der Zukunft ist? Das verstehe ich persönlich ja auch nicht ganz. Könnte ja genauso gut in der Vergangenheit sein, oder? Also wie, eigentlich ist die Frage, warum ist He-Man so hundertprozentig sicher, dass seine Eltern in der Zukunft sind? Weil Thieler wiederholt ja dann das so, sie sind in einer anderen Zeit, vielleicht sind sie in der Zukunft, und He-Man sagt dann, ja, Thieler, so muss es sein. Skeletor hat meine Eltern in die Zukunft geschickt. Also wenn Thieler jetzt gesagt hätte, vielleicht sind sie in der Vergangenheit, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ja, so muss es sein, sie sind in der Vergangenheit. Komm, wir suchen sie jetzt bei den Dinosauriern oder so. Also es ist echt irgendwie, ist eine von diesen Lücken, wo ich mir denke, da erschließt es sich nicht ganz. Ja. Genau. Warum ist Hime plötzlich so ein Obertechniker und kennt sich da mit dem Talentfighter, mit dem Talentfighter so gut aus? Und Man at Arms steht irgendwie so daneben und spielt da irgendwie keine Rolle. Das habe ich auch ganz interessant gefunden von der Verteilung der Rollen. Ist ja eigentlich hätte das der Man at Arms sprechen sollen, wenn du mich fragst. Nee, interessant, dass er nichts darauf sagt, oder? Man at Arms könnte ja bestätigen und sagen, ja, He-Man, du hast recht, mit dem Talentfighter könnte das gehen oder so, aber er ist da ganz... Er steht nur so, er steht im Hintergrund und nickt nur so wohlwollend, so, ja, genau, du hast mir zugehört. So stelle ich mir das auch vor, ja, ganz genau. Genau. Ja. Genau, und ich glaube, bei Ende, soweit ich mich erinnere, wird die Szene dann wieder eben mit He-Man und seinem Zauberspruch bei der Nacht von Grayskull. Und da habe ich mir dann gedacht, um an das, was wir vorher diskutiert haben, nochmal anzuknüpfen, denkt sich da Thieler auch irgendwie was. Die steht da und denkt sich, warum beschwört denn He-Man da dauernd die Macht von Castle Grayskull an und Zauberkraft? Es tut sich ja gar nichts, wenn er das sagt. Was soll denn das eigentlich? Bringt ja gar nichts. Also. Ich glaube, das ist einfach nur im Hörspielskript der Hinweis, jetzt kommt wieder die Masters-Musik. Ja, genau. So, Mats, bitte ab. Genau, richtig. Tonmann. Genau, ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Ja. Okay. Bringt wieder ein paar Sekunden, oder? Bei der Macht von Grayskull dann die Masters-Musik, so haben sie keinen Endkampf vor Grayskull aufnehmen müssen in der Folge. Genau. Ja. Genau, ja, genau. So könnte es natürlich auch sein, so rum. Ja. Mach mal ein paar Sachen dazwischen, damit wir keinen Endkampf mehr machen müssen. Mich freut's nicht mehr schreiben. Okay, Skelly, Hordak und Monolog kauern hinter den Büschen. Wie witzig ist denn das? Wie wenn sie, ich denke da irgendwie so an die Daltons, die einen Zug überfallen wollen oder so. Na, vor allem hinter welchen Büschen? Also sind die da schon so vor Castle Grayskull und verstecken sich da noch? Weil es ist jetzt nicht so die Frage,
sind die jetzt schon bei Castle Grayskull? Die könnten sich ja genauso gut auf Snake Mountain unterhalten. Haben wir in vielen Folgen gehabt. Ja, lasst uns Castle Grayskull angreifen. Sind sie auch ein paar Minuten dort mit ihren Fluggeräten und so. Also ja, es hat mich auch amüsiert, ja, dass sie da so ihre Strategiebesprechung hinter den Büschen machen. Ja, und zwei andere absurde Sachen kommen da auch noch vor. Erstens mal Modolok und sein Lacher. Also ja. Das ist auch großartig. Die da, wie lacht denn der Modolok? Da kannst du dich noch erinnern. Ja, das traue ich mir jetzt nicht nachzumachen, wirklich. Aber. Schieb den Ball mal an den Thomas weiter, vielleicht macht's er. Du hast es hier wunderschön in den Notizen. Hua, hu, hu, hua. Aber ich krieg's leider nicht original hin. Aber ich finde super bei dem Modolok, der spricht ja mit so einem Hall. Hm. Aber der Hall ist ja wahrscheinlich reden beide Köpfe gleichzeitig, oder? So, wäre auch meine Annahme, ja. Das soll halt dargestellt sein. Genau. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass die so sich so selber so unterhalten, also dass sie sich vielleicht so ein bisschen streiten oder diskutieren, aber anscheinend reden die immer das Gleiche, so wie Tick, Tack und Track gleichzeitig. Also, nee, super. Super. Ich mag ja auch den Manfred Schamutzki, also der hat ja auch so eine schöne Klangfarbe und das bringt der super rüber. Der macht das super. Da ist eh eine Gaudi. Also das ist wirklich so eine richtig schöne, typische Klischee-Szene, wie sich die Bösen ins Fäustchen lachen. Ja. die machen da Party. Absolut. Also, ja, und da stimme ich dir zu. Also Schermutzki macht das gut. Aber trotzdem, also wenn wir jetzt an den Modolok zurückdenken von der letzten Folge, also da liegen Welten dazwischen, oder? Also ein Modolok, der so lacht und so banal mit Skeletor dahin quatscht, also der hat eigentlich nichts mehr mit diesem geheimnisvollen Modolok aus der vorherigen Folge zu tun. Oder? Der ist jetzt einfach... Richtig. Einer von vielen, ne? Ein besserer Beastman. Ja. Genau. Naja, und dann diese schon auch absurde Situation, wo Skeletor zuerst meint, wir haben Zeit, Jungs, eilt, stresst euch nicht. Und in der gleichen Szene, 30 Sekunden später, wir greifen an, jetzt oder nie, das ist die beste Gelegenheit. Ja. Ja. Er hat wirklich bis zum letzten Moment gewartet, bis der Windrider komplett außer Sichtweite war. Vorher hat er wahrscheinlich noch gedacht, so, Moment, ja, alles gut, jetzt. Ja, aber habe ich auch lachen müssen, weil es sind wirklich, es sind genau, also im Skript sind vier Lines dazwischen. Skeletor sagt, na ruhig, jetzt warten wir mal. Dann sagt Modolok was, Skeletor sagt nochmal was und Hordak sagt dann, also eigentlich gleich darauf, wie lange willst du noch warten, Skeletor? Und Skeletor sagt, ja, jetzt greifen wir an. Also da sieht man, oder er ist halt einfach leicht beeinflussbar, das Skeletor, das kann schon auch sein. So impulsiv, weißt du, so vier Zeilen vorher war es halt noch nicht der richtige Moment, aber jetzt, Freunde, jetzt greifen wir an. ADHS, der Typ. genau. Na gut, über den Weltraum haben wir ja schon ein bisschen geredet auch. Also wie sie da ohne Rücksicht auf Verluste im Sturzflug auf das Gewölbe krachen und hoffen, dass die Zeitreise klappt, das ist natürlich schon sehr, sehr irre. Und auch Tida mit ihrer Jammerei, sie merkt da auch gar nicht, dass He-Man erneut seine Eltern hier ins Spiel bringt. Und was mir auch aufgefallen ist, Windrider, Weltall, da bist vielleicht du, Dieter, mehr derjenige, den ich da fragen kann. Ist der nicht offen, der Windrider? Ja, schon. Ich war mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ja, okay, also klären wir mal die Geschichte mit dem Windrider. Das wissen wir spätestens seit dem Herrn der Wespen, dass der Windrider kein geschlossenes Verdeck hat. Deshalb konnten sie auch nicht zum Wespenfelsen fliegen, weil da die Wespen stechen. Ja. Aber He-Man will ja eigentlich zum Point Dread. Und er sagt das ja auch so, der befindet sich zu dieser Zeit im Weltraum. Da... ich habe es zumindest so in Erinnerung, ich habe mir gedacht, die Szene im Weltraum ist dann schon, da sitzen sie dann schon im Talon Fighter und nicht mehr im Windrider. Ist das nicht so? Sie müssen erst mal hinkommen, oder? Ja, aber... Eben.
Klar, aber sie sind ja in der Szene, wo sie dann auch mit Sturzflug zur Erde fliegen und dann in die Zeitmauer durchbrechen, da sitzen sie ja schon im Talon Fighter. Ja, wie ja aber sie zum fliegen ja, genau, mit dem Windrider müssen sie irgendwie erstmal hin. Ja. Und wenn der offen ist, aber vielleicht hat der Orko ja irgendwie... da was erklären, was nicht zu erklären geht. Das gibt's ja nicht. Ach so, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wird gesagt, dass sie mit dem Windrider in den Weltraum fliegen, oder? Ja, darum okay. Geht's. Ja, das sollte nicht gehen eigentlich, ja. Aber vielleicht hat der Orko so Sauerstoffblasen um die Köpfe gezaubert. Wer weiß? Ja. Ja? Genau, so eine Helme. Genau, so wie der SpongeBob, wenn er rausgeht aus dem Meer. Ja. Naja, und wenn es nicht länger als 7 Minuten dauert, bis sie beim Point Dread im Weltraum sind, der Man at Arms hat ja so Sauerstoffflaschen, die genau 7 Minuten halten, wie wir seit Nacht aus Castle Grayskull wissen. Ja. Das kann natürlich auch gut sein. Okay, naja, und Teela und ihre Darstellung halt auch hier wieder, oder? Sie völlig besorgt, aber die Männer fahren komplett drüber, nix. Ja. Teela, ab ins Eckchen, wir machen das, du hast gar nichts zum Sagen. Also auch hier nicht besonders hoch der Stellenwert, oder? Ja. Braucht man eh nicht begrüßen. Ist das Klischeebild, haben wir genug besprochen. Was ich interessant gefunden habe, ist, es ist nicht nur Teela, sondern auch Orko. Orko und Teela sagen beide, hey, He-Man, wir vertrauen deinem Plan nicht, lass uns raus, ja. Also genau. Orko verabschiedet sich ja auch. Ist mir auch zum ersten Mal so aufgefallen, dass wirklich Orko sagt, nein, ich glaube, das geht nicht gut, ich hau ab, ja. Und Orko hat halt Glück. Das Kind und die Frau sind auf dem gleichen... Level sozusagen oder Niveau hier, was das betrifft. Ja, aber Orko hat es halt gut, der kann sich wegbeamen und Teela, ja, mitgehangen, mitgefangen. Nicht. Da, wie du gesagt hast, da wird keine Rücksicht genommen. Genau, und dann habe ich mich besonders intelligent gefühlt und habe mir gedacht, ich habe sehr, sehr gut aufgepasst als alter Zurück in die Zukunft-Fan und dachte, braucht der Talon Fighter auch 1,21 Gigawatt für den Zeitsprung? Aber dann habe ich mir das Simianische Quartett angehört und die sinnieren da 10 Minuten drüber. Also die Parallele habe scheinbar nicht nur ich gezogen. Wie ist euch dabei gegangen? Thomas, hast du die Parallele auch gezogen und bemerkt? Klar, also du hast wirklich das Gefühl, es ist einfach nur ein DeLorean, der im Weltall stationiert ist. Also das haben die schon gemacht. Also der He-Man gibt ja auch so Anweisungen, irgendwie Zeitstrahl an und Man at Arms sagt Zeitstrahl an oder keine Ahnung, irgendwie beschleunigen auf so und so viel und dann ja, alles gut und so. Als würde man wirklich im DeLorean sitzen und Marty McFly macht da hier die Schalter. Ja. Also das... Die Assoziation ist natürlich da. Ob der H.G. Francis das auch im Kopf hatte, keine Ahnung. Von wann ist das Hörspiel? 86? Ja, kommt hin zeitlich, ne? Es geht sich gut aus, ja. Man war sicher gerade in aller Munde Zurück in die Zukunft. Das stimmt. Ja. Mhm. Also was ich noch dazu sagen wollte, ist, ich fand aber die Aktion von Orko, sich einfach wegzubeamen, mega feige. Also das war sehr, eigentlich untypisch, weil sonst ist er immer da. Und hilft. Hm. Und, richtig. Und jetzt muss ich kurz noch mal drüber nachdenken, aber wie kommt denn Orko dann in die Zukunft oder war er in der Zukunft dann gar nicht mehr dabei? Der ist nicht dabei. Stimmt, ja, der ist erst wieder, wie sie dann zurückkommen. Ja, da warnt er sie ja, dass das Skeletor Castle Grayskull angreift. Das heißt, ja, Tatsache, da hat Orko wirklich... Da war er sozusagen da, wo es spannend und gefährlich wird und wo sie gegen Spider dann kämpfen, da hat er sich echt aus dem Staub gemacht. Ungewöhnlich, gell? Dass er mit dem Ausgang der Geschichte nichts zu tun hat. Bin ich nicht zufrieden mit Orko, sonst bin ich ja großer Orko-Befürworter, aber das passt hier nicht. Ja. Da hast du recht, Thomas, ja. Deutliche Abstriche, ja. Na gut, wir reisen mit Ihnen mit in die Zukunft und was erleben wir hier? Eine faszinierende Welt wird beschrieben, die Bäume sind rot, die Blätter blau, die Gräser weiß und die Pilze hoch wie Bäume, Tiere blau und grün, Libelle fast 1 Meter, habe ich mir alles aufgeschrieben. Man hat fast, das sagen Sie auch noch, man hat fast das Gefühl, als schwebe man über einen Teppich aus weißer Wolle. Nein, Seide!
Ja, ist das, was haltet ihr von dieser Szene? Ist das die Zukunft oder doch eine andere Dimension? Warum ist die Zukunft ganz anders? Warum schaut die anders aus als die Gegenwart? Also erstmal, du hattest vorhin schon gesagt, wo sie das erstmal in dieser Höhle sind, da hattest du das Gefühl von einem LSD-Trip. Den hatte ich eindeutig hier, allein schon durch die Beschreibung. Mhm. Ich habe mir nur überlegt, wenn das wirklich in der Zukunft spielt, also sollte man sich eher fragen, so wie du schon sagst, wo spielt das? Also hat man jetzt nicht nur Zeit, sondern auch Raum überwunden? Und wenn es Eternia sein sollte, ist es vielleicht der Hinweis darauf, dass Skeletor irgendwann mal besiegt wird. Und genau dann wird Eternia zu diesem schönen Ort. Mhm. Ja. Ja, ganz richtig. Das habe ich mir hier auch gedacht. Wenn das Eternia der Zukunft ist, dann wird Skeletor nie gewinnen, weil dann ist Eternia in der Zukunft ein Paradies, dann brauchen wir die ganzen Hörspiele nicht mehr hören, ja. Dann wissen wir, Eternia wird nicht untergehen, ja. Ja, also das ist tatsächlich hier so eine Frage, die man sich stellen kann. Ja gut, wir wissen ja aber sowieso, dass Skeletor mit He-Man gemeinsam auf einen anderen Planeten verschwindet. Und New Adventures erlebt. Ja, bei der Comic-Serie. Wir sind ja hier in den Europa-Hörspielen. Ganz anderer Kosmos, Olli. Ganz anderer Kosmos. Genau. Ja. Nein, okay, aber ich hab's schon so interpretiert, sie sind genau an derselben Stelle, ja. Also sie durchbrechen nur die Zeitmauer, sind aber im selben Raum. Deswegen muss der He-Man ja auch wirklich in diese Höhle reinfliegen mit dem Talon Fighter, dass sie halt wieder auch an derselben Stelle in Eternia sind. Aber sie sind halt in der Zukunft. Man weiß nicht, wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte oder was auch immer. Aber Eternia wird zum Paradies, ja. Ja, und diese meterhohen Pilze, die ganz sicher halluzinogene Pilze sind. Die schmecken also sicher, die, ja. Also die hat wahrscheinlich Sodek gezüchtet und dann war alles gut auf Eternia. Naja, Leute, jetzt kommt ein sehr kurzer Kampf mit der Spinne und sehr unspektakulär eigentlich. Ich überspringe da jetzt mal, dass Teela fliehen will und der Machtschädel meint, oh, wir laufen nicht weg, Teela, wir stellen uns der Spinne und so. Naja, auf jeden Fall schaffen sie es. Teela, He-Man, Man at Arms und die Kämpfer für das freie Eternia. Da musste ich auch lachen. Aber wie findet ihr die Inszenierung der Spinne? Weil das hat mir persönlich schon sehr gut gefallen. Also diese Tonlandschaft, die man hier erzeugt. Naja, dafür, dass die Spinne die Titelheldin der Geschichte ist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wo wir das Cover kurz besprochen haben, also hat man sich kaum die Zeit genommen, um die mal irgendwie ausführlich in Szene zu setzen. Und dadurch, finde ich, wirkt sie kaum bedrohlich und sie sucht ja auch schnell das Weite. Also die wird ja nicht mal wirklich getötet oder so oder besiegt, sondern sie flieht ja einfach feige. Mhm. Von der Soundkulisse, wie sie umgesetzt ist, das war wieder ein sehr gutes Europaniveau. Aber es ist halt, der Kampf ist ein Witz. Ja, also. Ja, extrem enttäuschend. Also muss ich wirklich sagen, ich habe die Folge als Kind nicht gehabt, habe sie aber gekannt, weil sie einen Freund von mir gehabt hat und hat mich nicht so begeistert. Und jetzt, wie ich sie wieder gehört habe, also für mich war das wirklich absolut enttäuschend. Thomas, wie du gesagt hast, die Spinne, die wird weder in der ersten Szene noch hier so wirklich irgendwie beschrieben oder irgendwie in Szene gesetzt, sodass man sie wirklich als übermächtig empfindet. Also He-Man vertreibt die Spinne nach gefühlten 8,5 Sekunden mit 3-4 Schwerthieben und dann haut die ab. Das war doch im Großen und Ganzen dafür, dass das einfach so lange aufgebaut worden ist, ein sehr kurzer Klimax, sage ich mal. So ist es. Und dann wird von He-Man kurz, oder na, Man at Arms, glaube ich, und Teela philosophieren kurz, gell, was das genau für eine Spinne ist, ob sie magische Kräfte hat. Sehr interessant eigentlich, dieses Gespräch, aber He-Man unterbricht sie dann sozusagen und sagt dann,
Na, darüber können wir später nachdenken, aber das tun sie dann leider nicht mehr. Also das bleibt auch alles offen. Mhm. Da wäre sehr, sehr, sehr viel Potenzial drinnen, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Ja, vor allem die Fragen, die ich mir auch gestellt habe, wo kam die Spinne her? Wie hat Skeletor von der erfahren? Der Hinweis von Teela, es ist wahrscheinlich die Kreatur eines Magiers, den wir noch nicht kennen, ja. Wieder die Frage an euch, kommt das vielleicht doch nochmal später in den Hörspielen vor? Mhm. Oder ist es wirklich abgeschlossen an diesem Punkt? Den lernen wir nicht mehr kennen. Aber Spider kommt schon noch vor, also die Spinne bleibt ja. Aber diese magischen Kräfte oder auch ja die Frage, wie haben sie es denn mit Spider geschafft, da in die Zukunft zu reisen, die wird nicht geklärt und das wird nicht mehr. Und vor allem, wie kommt denn jetzt die Spinne auch wieder zurück? Ja, das stimmt auch, ja. Also ich stelle mir die Spinne jetzt nicht vor, dass die so mit 1,2 Gigawatt einen Speed draufkriegt, dass die so wie der Talonfighter da wieder in die Vergangenheit reist. Das muss irgendwie anders gehen, aber ja. Ja, die kreizt sich an dem Landsegler heimlich fest. Ja, gezogen. Ja. Yeah. Oder Webster hat irgendwie was damit zu tun dann, dass er sie zurückholt. Der hat dann auch schnell in das Zeitportal seinen Ankerhaken reingeschmissen und die Spinne noch mit reingezogen oder zurück. Genau. Und der ist hinter einem Busch gekauert. Und die Kabel an die Turmuhr gelegt, wo ein Blitz einschlägt. Genau, so irgendwie. Genau, das Zeitportal öffnet sich. Warte, ich werfe kurz meinen Haken rein. Da hat sich die Spinne festgehalten. So war es, glaube ich. Oder es ist in der Höhle natürlich, wo die Spinne gewohnt hat, schon sind die Eier auch schon gewesen. Dass der Spider, der dann später vorkommt, einfach ein anderes Spider ist. Ja. Das wissen wir ja auch nicht. Na, und vor allem, wir wissen ja auch nicht, also auf dem Cover schaut die Spinne eher mechanisch, robotermäßig aus. So wie halt auch ja Stridor oder Nightstalker als Roboter, aber in der Folge kommt's für mich zumindest rüber, wie wenn die Spinne wirklich die ist jetzt nicht technisch, die ist schon ein Lebewesen und halt eben ungeklärt vielleicht auch ein magisches Lebewesen. Also insofern könnte man vielleicht noch interpretieren, ja, diese Höhle mit diesen bunten Fenstern, vielleicht ist das doch irgendwie ein magischer Ort, wo halt diese Spinne zwischen Welten oder Zeiten hin und her reisen kann. Aber ja. Eine magische Priesterspinne. Ja. Sitzt da in der Kirche. Stimmt, bei Todestor, die Priester, die waren ja auch, das war eigentlich auch, das war die erste Zeitreise vom He-Man, oder? Bei genau. Folge 2 ja, im Todestor. Richtig. Ja. Okay, also über die Rückkehr haben wir jetzt vorher eh schon gesprochen, dass der Talonfighter über den Landsegler schwebt und naja, das lassen wir jetzt mal aus, da haben wir eh schon darüber geredet und beim Durchbrechen der Zeitmauer, da hätten sie sich auch durchaus bei Zurück in Zukunft was abschauen können, weil da ist das ja sehr schön in Szene gesetzt, diese und hier klingt es eher wie wenn eine Mauer zusammenfällt, so. Das ist nicht sehr spektakulär. Und ja, die Folge endet dann ohne der letzten Schlacht, haben wir auch schon erwähnt. Und nur mit eben diesem Gag. Das ist natürlich ein Skandal, Dieter, oder? Ist für mich ein Skandal, weil wenn wir zurückdenken an die ersten Folgen, wo es halt wirklich, wo nicht nur Skeletor, sondern einfach auch, wenn Treeclops und Trapjaw angegriffen haben, dann war das eine echte Gefahr. Und jetzt in der Folge, es wird Skeletor und seine Bösewichter werden einfach so harmlos hingestellt und ja, es reicht eigentlich nur, wenn sie erfahren, dass das He-Man kommt und dann werden sie schon fliehen. Ist schleichend passiert, wie gesagt, in den letzten Folgen immer mehr geworden, dass halt ja Skeletor und seine Bösewichter einfach immer feiger werden und auch immer harmloser werden und in Wahrheit ja da das keine echte Gefahr mehr darstellt, ja. Und selbst der Gag ist in sich nicht logisch, denn es geht darum, dass He-Man zu Orko sagt, er solle doch Skeletor ein Ei
ein rohes Ei über dem Kopf zaubern, das dann auf seinem Kopf, oder er soll jetzt das rohe Ei auf Skeletors Kopf fallen lassen. Ich glaube, so wird es formuliert. Und Orko meint dann, ja, aber ohne Schale. Aber das ist ja eigentlich nicht logisch, denn wenn es auf Skeletors macht. Kopf fällt, dann zerbricht das Ei ja sowieso. Ja. Egal, ob es Schale hat oder nicht. Also. Ich meine eher, dass wenn er sagt, ja, aber diesmal ohne Schale, hätte ja, oder würde man darauf schließen, er zaubert rohe Eier normalerweise immer mit Schale. Aber das tut er ja nicht. Weil kann er das also, eh nicht. Genau. Ja. Ja, naja. Gut. Thomas, zur letzten Szene noch was? Oder machen wir einen Deckel drauf und gehen wir kurz noch zum Fazit und zum Ranking? Ja, die letzte Szene, die würde jetzt auch definitiv in mein Fazit mit hineinfließen. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ja, dann faziziere mal. Gut, also. Ja, er richtet sich nochmal ein. Ja, was soll ich sagen? Also es gab schon eindeutig bessere Masters of the Universe-Folgen. Das hier war für mich so eine mittelmäßige Monster of the Week-Episode, wenn man ehrlich ist, weil schon wieder irgendeine neue Kreatur, die von Skeletor eingespannt wird und dann wird sie nicht mal richtig gut in Szene gesetzt, sondern eigentlich, man erfährt gar nichts darüber. Viele offene Fragen, was ich der Folge an sich ankreiden würde, dass es keinen wirklichen Spannungsbogen gibt. Also das Highlight ist schon die Szene in dieser Höhle, wenn man ehrlich ist. Aber ansonsten diese Erklärung, diese Überleitung von He-Man, ja, dann werden die wohl in der Zukunft sein. Na gut, dann gehen wir zum Talonfighter. Gut, da kommt vielleicht mal ein bisschen Spannung auf. Schaffen sie es wirklich in die Zukunft oder nicht? Und ja, ich fühle mich auch um den Endkampf betrogen, ne, nachdem ja so schön die Bösen zum Angriff gerufen haben. Ne? Los, jetzt stürmen wir und das kriegen wir auch nicht mit. Stattdessen kriegen wir so einen müden Endgag. Ja? Und dadurch wirkt das Ende auch so unvollendet. Und ich war eigentlich felsenfest der Meinung, da ja die Hörspielserie schon manchmal mit übergreifender Handlung endet, was ja zum damaligen Zeitpunkt eigentlich auch selten war, sagen wir mal so, habe ich wirklich gedacht, es gibt hier einen zweiten Teil. Habe mich dann belesen, gemerkt, die nächste Folge ist wieder eine eigenständige Folge. Hm. Und so, naja, passt auf, wir machen das, also bei Zentrale geben wir immer Noten von 1 bis 10. Ihr macht es ja hier mit Schulnoten. Na, wir machen es auch mit 1 bis 10. 1 bis 10, genau. 10 ist das Beste. Genau. Ja, dann würde ich der Folge 5 von 10 geben. Was dann noch so absolutes Mittelmaß ist. Und bei unserem Podcast Die Hollywood-Schaukel, da arbeiten wir immer mit der Wertung mit 3 Worten. Weil meine Podcast-Partnerin Anna das nicht so mag, so irgendwie Noten zu vergeben. Und deswegen habe ich mir auch 3 Worte überlegt für diese Folge. Und zwar beziehen sich meine 3 Worte auf die Stelle, wenn He-Man sagt irgendwie, na pass auf, Tila. Du hast nicht genau zugehört. Ja, da war ein wichtiger Nebensatz. Und deswegen sind meine 3 Worte der wichtige Nebensatz. Mhm. Ja, das passt sehr gut. Das passt. So könnte die Folge auch heißen. Würde nichts ändern am Spannungsbogen, ja. Genau, und auch an den Titelhelden und am Cover. Und genau, kann der Hordak auch stehen, oder? Vorne am Cover, ja. Bei der wichtige Nebensatz. So sehe ich das auch. Na gut, ich werde mich da jetzt einreihen vorm Dieter. Hab gar nicht so viel zu sagen. Wir haben das sehr, sehr, sehr detailgetreu alles besprochen. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass mir viel zu wenig Szenen mit den Bösewichten sind in dieser Folge. Und das ist auch ein merkbarer Makel, denn es ist immer besser, wenn Skeletor und seine Leute öfters vorkommen, weil sie einfach mehr Potenzial haben, finde ich, für gute Szenen, für spannende Szenen. Immer wenn zu viel des Guten ist, ist es meistens auch nicht so optimal. Genau, über Spider habt ihr beide schon geredet und der Thomas jetzt auch nochmal. Wir wissen nicht, wer hindert Soa mit seiner dunklen Macht daran, dass sie ausfliegen kann. Modulok hast du schon erwähnt, die da. Genau, der Fauxpas mit He-Mans Eltern natürlich muss hier auch nochmal im Fazit unterkommen. Das Ganze wirkt für mich ein bisschen wie Dach in der Brücke Teil 2.
aber ja, für mich durch die gesamten Verrücktheiten und den Plot, der irgendwie leicht zu verstehen ist, obwohl er doch eigentlich gar nicht so unkompliziert ist, aber trotzdem gibt es andere Plots, da tue ich mir schwerer beim Nacherzählen, und das habe ich irgendwie auch angenehm gefunden, dass es hier mir leichter tat. Finde ich die Folge durchaus unterhaltsam, und ich ranke ja ab jetzt nur noch danach, ob ich die Folge gut reviewen kann, und deswegen kriegt sie von mir eine 7, weil da ist viel zum Reviewen. Eine 7, na Olli, ganz ehrlich, da muss ich fast ein Veto einlegen. Das ist hey, du musst dir echt anschauen, ich zeig dir das nachher, welche Wahnsinnsfolgen im Vergleich zu der du mit einer 7 bewertet hast in der Vergangenheit. Also, weißt du, du kannst jetzt nicht die... Ja, glaube ich gar nicht. Na, okay. Na, aber sei dir unbenommen, du darfst natürlich bewerten, wie du willst. Nein, ganz im Ernst, ich finde, es ist unlogisch, viel unlogische Situationen, Loophole und alles, ja. Was wir schon gesagt haben, aber die Folge an sich finde ich einfach sehr, sehr witzig, ja. und das ist mir schon auch viel wert. Es gibt fast keine Szene, die nicht vollkommen irre ist. Ja. Das gefällt mir. Die Folge an sich, Olli, und jetzt bin ich zum Schluss noch dran mit einem sehr kritischen Fazit, also die Folge an sich, du hast es schon gesagt, das war eine schlechte, aber wirklich ganz schlechte Kopie der lachenden Brücke. Also so eine Quest, wo man die Lieben sucht, die Skelly halt entführt hat, ja. Aber eben viel, viel schlechter umgesetzt als wie die lachende Brücke. Es war die Falle schon so komisch konstruiert, haben wir alles angesprochen, warum muss der Landsegler zuerst in ein Loch fallen und ist dann auf einmal in der Zukunft. Die Auflösung war auch komisch, woher erraten sie das, dass sie in der Zukunft sind und so weiter, ja. Der Fehler mit den Eltern, haben wir schon drüber gesprochen. Und was du jetzt zum Schluss gesagt hast, Olli, das ist für mich auch ein Kriterium. Es gab nie eine direkte Konfrontation zwischen He-Man und Skeletor. Oder, ja, das hat mir wirklich gefehlt. Also, das hat für mich auch irgendwie nicht gepasst. Wie gesagt, da war das Highlight wirklich in der Höhle, wo Skeletor aus dem Off kommt. Das war schön. Aber ich hätte mir sowas halt zum Schluss auch noch gewünscht. Und so wie Thomas es schon gesagt hat, diese Konfrontation zwischen He-Man und Skeletor, ja, da haben sie uns einfach, das haben sie uns ganz zum Schluss weggenommen. Das hat nicht gepasst. Ja. Und wie gesagt, die Spinne war so als übermächtiger Gegner. Es gibt ja immer diese Folgen, wo halt neue, ganz gefährliche Gegner eingeführt werden. Die hat das nicht gehalten, ja, was da der Klappentext versprochen hätte. Genau. Also alles in allem tut's mir fast leid, dass wir Thomas bei so einer lahmen Folge eingeladen haben. Also da musst du wirklich vielleicht ein anderes Mal nochmal vorbeikommen. Aber jetzt stelle ich nochmal die zentrale Frage. Was wirklich schade ist, also bei Spider die Monsterspinne, warum bloß hat hier Webster keine Rolle gespielt? Also das wäre doch cool gewesen, oder? Das ist der Spinnenmensch, den hätte man da irgendwie mit einbauen können. Ich bin ja neben Orko auch ein großer Webster-Fan, ja. Und dass Skeletor auf der Spinne reitet, da hätte ruhig auch Webster am Anfang auf der Spinne reiten können und den Landsegler überfallen. Skeletor ist wahrscheinlich immer noch sauer, weil er sich verplappert hat. Ja. Oder Hordak hat zu Skeletor gesagt, den Webster, den nehme ich nicht mehr mit. Ein ärgerlicher Fehler ist dem passiert. Genau, schon rausgemobbt worden von Hordak. Ja. Genau. Aber ja. Also ich könnte deine Frage vielleicht ansatzweise beantworten. Ich habe hier im Buch die drei Fragezeichen 30 Jahre Hörspielkult, was 2009 erschienen ist. Und hier ist auch noch ein Interview drin mit H.G. Francis und André Minninger, beides ihrer Zeichen Skriptautoren bei Körting im Studio. Und da sagt der H.G. Francis, den meisten Spaß am Schreiben hatte er bei der Serie Masters of the Universe, weil er hier völlig frei und ohne Buchvorlage arbeiten konnte. Na,
Da hast du es. Ja. Da kann auch mal den Spider weglassen, ja. Ja. Wobei Vorgaben von Mattel dürfte er schon gehabt haben und von der Werbungsindustrie hier. Weil ja, aber den Landsegler, den hat der Huggy Francis erfunden. Haben wir festgestellt, das war kein Gefährt von Mattel. Ja klar, und du, sehe ich auch ein, also Huggy Francis kann da sicher auch mal vielleicht hat er da auch mal so eine Drogenerfahrung vom Wochenende eingebaut mit der Landschaft und den meterhohen Pilzen. Ja, nein, aber alles in allem, also ich habe die Folge nicht gut gefunden und ja, für mich das Fazit ist wirklich, es hat für mich einfach das gefehlt, dass He-Man und Skeletor sich da nochmal matchen. Das war irgendwie nicht da. Und hast du schon gerankt? Nein, ich ranke jetzt. Ja, rank? Ich gebe eine 2 von 10 möglichen Punkten, weil ich habe 3 Punkte bei der unbezwingbare Drache gegeben. Und diese Folge finde ich auf jeden Fall schlechter als wie die Folge 4. Also, vor allem den Drachen. Ja. Also ja. Historisches Tief beim Tier. Historisches Tief bei dieser Folge. Ob es das absolute Tief sein wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe die anderen Folgen nicht mehr so im Kopf. Das wird sich dann zeigen. Mhm. Sehr überraschend auf jeden Fall. Sehr überraschend, wie unterschiedlich wir hier gerankt haben. Mhm. Und finde ich irgendwie auch cool, dass wir uns hier mal so unterscheiden. Ja. Genau. Apropos Scheiden. Scheiden werden wir uns jetzt auch lassen voneinander. Und zwar machen wir jetzt den Deckel drauf. Und somit sage ich jetzt mal vielen Dank. Es war wirklich eine große Freude mit dir, lieber Thomas, dieses Review aufzunehmen. Mit dir natürlich auch, Dieter, aber du bist wahrscheinlich noch ein paar Mal öfters dabei. Wobei ich natürlich auch den Thomas herzlich einlade, wieder mal vorbeizuschauen. Und ich empfehle natürlich allen Hörerinnen und Hörern bei der Zentrale und bei den anderen Podcast-Formaten von dir reinzuhören. Und ja, das mache ich klarerweise auch jetzt dann gleich, wenn ich hier fertig bin, höre ich mir mal eine Folge der Zentrale mal wieder an. Das ist doch. Also gebt der Zentrale den Daumen, gebt uns den Daumen und kommentiert fleißig und darum sage ich jetzt nochmal Danke und Thomas, darfst gerne, ich weiß nicht, Dieter, wie hast du es geplant, Abmoderation beziehungsweise ja, Multiple-Choice-Frage, stellst du das dem Thomas oder mir? Ich stelle dir jetzt eine Frage, weil mir hat das mit den 3 Worten ganz gut gefallen. Aber vorher, Thomas, ich sage natürlich auch herzlich Danke, dass du heute dabei warst und wie gesagt, wenn du Lust hast, wieder mal eine etwas bessere Folge mit uns zu reviewen, dann kontaktiere uns einfach. Wäre sicher wieder mal lustig und spannend, mit dir gemeinsam was zu machen. Genau. Oh, da wird mir ganz warm ums Herz. Hat mich wirklich gefreut, hat Spaß mit euch gemacht. Ich würde mich dreisterweise schon mal anmelden, spätestens für Folge 32, der Meisterzauberer, weil da gibt es eine Szene, die ich absolut liebe. Ja, aber die möchte ich noch nicht verraten. Also so kaufe ich mich gerade in diese Besprechung ein. Ja. Und ansonsten finde ich euer Projekt nach wie vor super. Ich freue mich, dass ihr das wirklich durchzieht und bin auch gespannt, bis Folge 37 ist ja leider nicht mehr so lange, wie sich das dann noch entwickelt, das große Finale. Und vielleicht darf ich ja da auch dabei sein, das werden wir dann sehen. Und ich schließe mit 3 Worten, wie ich das hier heute erlebt habe. War schön gewesen. Ja, danke. Ja, das werden wir uns vormerken, Folge 32. Du, Olli, wenn du jetzt die Folge mit einem von den folgenden 3 Worten beschreiben müsstest, oder welches Wort würdest du der Folge zuordnen? Spinne, Schabrackentapir oder Stinkor? Du würdest eher sagen, das war ein Stinker. Ja, genau, das wäre mein Wort. Genau. Ich freue mich schon auf die Stinker-Folge. Da kommt endlich mal wieder eine Höhle vor. Die ist ja jetzt dann bald. Und ansonsten würde ich sagen, hier passt wahrscheinlich am ehesten
Was war's? Schabrackentapir? Spinne, Schabrackentapir oder Stinker. Ja. Hier mal die Spinne, würde ich sagen. Ja, wenn du es lustig gefunden hast, das lustigste Tier von den dreien ist der Schabrackentapir, das ist auch klar. Aber ja. Das ist ein feines Tier. Gut. Gut, ich sage auch tschüss, liebe Leute. Bald, diesmal werden wir nicht so viel Zeit verstreichen lassen bis zur nächsten Folge. Ja. Und macht's gut, schönen Abend, schönen Tag, schöne Früh, bis bald. Ja, und dann bleibt mir zum Abschluss noch eins zu sagen, das, was ich immer an dieser Stelle im Podcast sage. Liebe Leute da draußen, bitte nicht vergessen, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei E-Mans Machtschädel. Ich bin jetzt nicht neu!